Ja, herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 57. 57 schon sind wir inzwischen. Ja. Vom 26. Mai 2017. Und wie immer sind mit dabei Ulf Burmeier und Philipp Banse, der diesmal auch wieder die genaue Uhrzeit durchsagt, nämlich 16.48 Uhr Ortszeit, niedersächsische Provinz. Immer ganz wichtig, genau, weil ja so wahnsinnig viel passiert, dass man immer das sekundengenau timen muss. Es hilft nichts. Wir müssen inzwischen tagesaktuell sein und im Hintergrund, und das finde ich ja wunderschön, hört man, das hat man eben schon beim Vorgespräch gemerkt, die glückliche Vogelschar in der niedersächsischen Provinz. Ist ein Traum. Ja, ich bin gespannt, wie euch das so gefällt, aber es ist ja auch ein Stück weit authentisch. Ne? Ich sitze in Berlin-Kreuzberg und schaue mir den Altbau an und Philipp schaut ins Grüne. So sieht es aus. Ich gucke aus dem Fenster und sehe Obstbäume und einen blauen Himmel und der Mai, wie er schöner nicht sein könnte. Aber das trügt ja ein bisschen das Bild. Wir hatten, um zum ersten Thema zu kommen, diesen schrecklichen Anschlag in Manchester am Montagabend, bei dem 22 Menschen getötet wurden, 116 wurden verletzt und nach aktuellem Stand liegen noch 23 auf der Intensivstation. Das Ganze geschah, ich glaube, nach einem Konzert der amerikanischen Popsängerin Ariana, wie heißt sie, Grande oder Grant? Weißt du das, wie die ausgesprochen wird? Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Im Zweifel Grant, aber man weiß es Grant, nicht. Grant, man weiß es nicht, genau. Ja. Jedenfalls, die hat auch ihre Tour erstmal ruhen lassen bis auf Weiteres. Und jetzt war natürlich die Frage, wer war es? War es ISIS? War es dieser 22-jährige Brite eigentlich mit libanesischen Wurzeln alleine? Oder war es ein Netzwerk? Ulf, was wissen wir dazu? Ja, es sieht sehr danach aus, als wenn es eben gerade kein Einzeltäter war. Nicht umsonst haben die Ermittlungsbehörden in Großbritannien inzwischen auch nach Stand heute Morgen waren es 8 Menschen festgenommen. Über den Tag wurde getwittert ein weiterer, also knapp 10 Menschen sind inzwischen festgenommen worden. Die Anhaltspunkte für ein Netzwerk sind insbesondere, dass es sich dabei um eine wohl relativ komplexe Bombe gehandelt hat mit teilweise professioneller Zündtechnik. Und das spricht eben dafür, dass es nicht einer zusammengebastelt hat, sondern dass da arbeitsteilig vorgegangen wurde und eben auch jedenfalls teilweise Profis am Werk waren. Und der Attentäter selber war, nach allem, was man weiß, kein Profi. Also wird er wohl Hintermänner gehabt haben. Aber klar, letzten Endes kann man das noch nicht mit Sicherheit sagen. Apropos Bombe, da gab es gleich bei den Ermittlungen noch ein Detail zu schildern, das einigermaßen skurril ist. Also natürlich arbeiten die Ermittler gerade bei Terrorermittlungen mit internationalem Hintergrund auch international zusammen. Und hier haben die Ermittler aus Manchester einiges an Informationen weitergegeben an amerikanische Sicherheitsbehörden. Und von dort sind die Informationen dann geleakt. Also eigentlich wollten die Ermittler zum Beispiel den Namen des Attentäters und Bilder von diesen, wie gesagt, sehr professionell aussehenden Bombenbauten noch nicht veröffentlichen. Das haben dann stattdessen amerikanische Stellen für sie übernommen und das führte also zu Wutausbrüchen auf den britischen Inseln und sogar dazu, dass kurzzeitig die Zusammenarbeit eingestellt wurde. Donald Trump hat jetzt eine brutalstmögliche Aufklärung versprochen und das Justizministerium in Washington angewiesen, die Ermittlungen zu übernehmen. Ja, also die Stufe, die Terrorwarnstufe ist jetzt auf kritisch hochgestuft worden in UK. Das bedeutet, sagen wir mal inhaltlich, dass ein Anschlag unmittelbar bevorsteht. Und genau. Das ist auch Ausfluss dieser Netzwerkgeschichte, ne? Übrigens, genau. Der man glaubt, dass deswegen, weil der Bombenbauer ist wohl noch auf freiem Fuß, nach allem, was man weiß. Und logistisch bedeutet das, dass das Militär auch im Inland eingesetzt wird, um die Polizei zu entlasten, aber die Polizei hat wohl immer noch sozusagen die Befehlsgewalt. Da ist jetzt die Frage, was machen wir uns da einen Reim draus? Also, was wissen wir über den Täter? Ja, seine Eltern sind irgendwann mal aus Libyen nach UK gekommen, sind jetzt aber vor kurzem auch wieder zurück nach Libyen gegangen. Der Täter selbst, 22, ist in Großbritannien geboren und aufgewachsen. Ja. Und war also wohl auch bekannt, wenn ich das richtig sehe, oder? Also polizeilich bekannt oder ist das Irrtum? Genau, das ist genau wieder das Ding, der ist also seinen Kollegen aufgefallen, dadurch, dass er sich positiv über den Dschihad und über Selbstmordanschläge geäußert hat. Sie haben das der Polizei gemeldet und ist dann auch überwacht, also nicht überwacht worden, aber ist dann schon auch geprüft worden. Man hat dann geschaut, was gibt's über ihn für Informationen, war quasi auf dem Suchradar, aber die Ermittlungsbehörden haben wieder einmal, muss man fast sagen, nicht die nötigen Schlüsse aus den vorliegenden Informationen gezogen und ihn letztlich doch nicht als terroristische Bedrohung erkannt. Und
Ja, ich finde das sehr interessant. Also ich bin jetzt natürlich kein Kenner der britischen Ermittlungsszene. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die Überwachungsbefugnisse der Sicherheitsbehörden im Vereinigten Königreich weltweit mit an der Spitze sind. Also das UK ist ja Teil des Geheimdienstverbundes der sogenannten Five Eyes. Also Großbritannien, Kanada, die USA, Australien und Neuseeland tauschen sehr intensiv Geheimdienstinformationen aus. Und das sieht man auch an sehr vielen Snowden-Dokumenten, dass das UK im Grunde so gut wie alles bekommt, was die NSA weltweit abfischt. Nicht alles, es gibt ganz wenige Dokumente, die mit No Foreign gekennzeichnet sind, also auch nicht für Briten zugänglich. Aber die allermeisten sind mit Relay to Five Eyes gekennzeichnet. Das heißt also, die Briten wissen fast alles, was die NSA weiß und haben selber auch nochmal große Überwachungsstationen, zum Beispiel für Glasfaserkabel, die durchs UK laufen. Es gibt sehr weitreichende Gesetze auch für geheimdienstliche Überwachung und all das hat offenbar wieder einmal nichts gebracht und zwar nicht, weil zu wenig Daten da waren, sondern weil es letztlich an den Menschen fehlt, die diese Daten dann auch auswerten. Und das, finde ich, gibt mir wirklich zu denken, insbesondere auch rechtspolitisch. Also natürlich zum einen kann man dann sagen, datenschutzrechtlich ist diese Massenüberwachung ja ohnehin ein Problem. Aber selbst wenn man das jetzt mal beiseite lässt, allein aus der Perspektive der Sicherheit der Bevölkerung finde ich das ein großes Problem, wenn offensichtlich die Sicherheitsbehörden quasi in irrelevanten Daten ertrinken. Also möglicherweise führt diese Massenüberwachung, insbesondere des Internetverkehrs, dazu, dass quasi der Heuhaufen immer größer wird und man die Nadeln, die wirklich relevanten Informationen in diesem Heuhaufen immer weniger findet. Möglicherweise müssen wir also nicht nur aus Datenschutzgründen mal wegkommen von diesem Paradigma der Massenüberwachung, sondern auch, weil es ganz offensichtlich einfach nicht funktioniert. Ich habe dazu auch noch ein interessantes Paper gefunden, was ich mir in Gänze nicht habe durchlesen können, aber was ich dachte, was wir unseren Hörern und Hörerinnen nicht vorenthalten sollten. Peter Neumann hat das rumgetwittert, der Politologe vom King's College in London. Und das ist ein Paper, was ich jetzt vom Ansatz her ganz interessant fand, wo es darum ging, ja, anlässlich jetzt auch dieses Attentats, heißt es immer, wir müssen das Narrativ der Terroristen durchbrechen und dem ein so Gegennarrativ vorsetzen, ja, um irgendwie zu verhindern, dass so junge Leute dann auf dieses Gleis des Terrorismus kommen. Und das Paper argumentiert eben, dass es die Leute, die Terroristen und ISIS, ihre Leute eben nicht überzeugen, sondern inspirieren. Und dieses Paper argumentiert, man müsste diese Propaganda mit literarischen Mitteln analysieren und sei auch nur dann in der Lage, eben ein Gegennarrativ zu entwickeln, was eben mit literarischen Prinzipien und Werkzeugen arbeitet. Das fand ich irgendwie ganz interessanten Ansatz. Ich packe den Link mal in die Shownotes, dass es also nicht einfach nur um Überzeugung und Argumente und sowas geht, sondern wirklich um literarische Mechanismen, um Gefühle in Leuten zu erzeugen und eben auch, sagen wir mal, sie nicht nur zu überzeugen, sondern zu inspirieren. Und das passiert eben mit auf literarischem Wege häufig. Und sich diese Werkzeuge mal anzuschauen, das empfiehlt dieses Papier. Wir verlinken das mal, glaube ich, könnte ganz interessant sein. Ja, das finde ich sehr spannend, einfach weil es der Diskussion um Terrorismus nochmal eine neue Dimension hinzufügt, nicht? Dass man eben möglicherweise Menschen, die emotional erreicht worden sind, nicht argumentativ, dass man die eben auch nicht mit Argumenten alleine wieder vom Pfad des Terrors abbekommt, nicht? Also mir ging es persönlich häufig so, dass ich mich gefragt habe, na, welcher halbwegs vernunftbegabte Mensch kann denn auf den Gedanken kommen, dass Dschihad eine gute Idee ist, schon mal ganz generell, und dass insbesondere Terroranschläge in westlichen Ländern die Menschenleben kosten, aber sonst schlicht gar nichts bringen, dass die eine gute Idee sein könnten. Und möglicherweise ist diese emotionale Überzeugung, in Anführungsstrichen, diese emotionale Hinwendung von Menschen zum Terrorismus ein ganz interessanter Schlüssel. Also finde ich ein total spannendes Paper. Ich kann es nicht beurteilen, ob das zutrifft, aber ich finde es jedenfalls eine Idee, über die man mal intensiv nachdenken muss. Insgesamt habe ich dann, das ist mir so aufgefallen, so bei Rezeptionen von amerikanischen Medien und auch Podcasts, wo mehrmals angeklungen ist, ich will nicht sagen bewusst, Wunderung, aber doch zumindest Anerkennung oder irgendwie einen gewissen Grad von
das ist interessant, nämlich dass die Europäer in den Augen der Amerikaner auf diese Terroranschläge der letzten Zeit relativ besonnen reagiert haben. Ja, der Zustand in den USA, in Großbritannien ist auf kritisch hochgestuft worden. Ja, das Militär wird eingesetzt und ist in London wohl auch ziemlich präsent. Aber unterm Strich verglichen wohl mit dem, was die Amerikaner so losgetreten haben und wie die Amerikaner es so wahrnehmen, empfinden das wohl viele Liberale zumindest, Journalisten, Kolumnisten und Podcaster als bemerkenswert, wie ja, besonnen wir da so reagieren. Und ehrlich gesagt, man zuckt immer so ein bisschen zusammen, ist uns das jetzt schon egal? Nehmen wir das einfach so hin? Ist das normal geworden? Und man hat angesichts der Opfer und dieses Leids, was da ja auch verbreitet wird und erzeugt wird, ja, wo jetzt Leute in der Intensivstation liegen, wo 22 Leute einfach umgebracht wurden für nichts und wieder nichts und wo jetzt Familien da sitzen und trauern, kann einem das egal sein? Soll man das totschweigen? Soll man das so als Alltag verbuchen? Es fühlt sich immer noch komisch an. Ja, ich weiß nicht, wir haben die Diskussion ja auch schon in der Lage mehrfach geführt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin relativ glücklich darüber, dass wir das so vergleichsweise entspannt sehen. Das bleibt ein furchtbarer Akt und natürlich äußern sich auch Menschen des öffentlichen Lebens mit Sympathiebekundungen, mit Beileidsbekundungen, was ich ja auch völlig richtig finde. Ne? Aber ich finde es trotzdem gut, dass wir jetzt irgendwie das Erschrecken über den Terror doch jedenfalls nicht unmittelbar zum Anlass nehmen für weitreichende Maßnahmen. Denn man muss ja ganz klar sagen, also eigentlich ist so ein Terrorakt gesellschaftlich betrachtet zunächst mal vergleichsweise folgenlos. Also die Werte der westlichen Gesellschaften, die können Terroristen nicht zerstören. Sie können zwar einzelne Menschen umbringen, sie können im schlimmsten Fall, ja, 9-11 in New York und Washington, auch mal mehrere tausend Menschen umbringen, aber der Lauf der westlichen Gesellschaft würde sich als solches nicht ändern. Letztlich können wir unsere liberalen Gesellschaften nur selber zerstören. Und da muss man sagen, hat der Terrorismus ja in Großbritannien, aber auch in Deutschland schon wirklich zu großen Folgeschäden geführt. Auch in der deutschen innenpolitischen Diskussion werden immer wieder mehr oder weniger sinnlose Überwachungsmaßnahmen mit der Angst vor dem Terrorismus begründet. Und insofern finde ich es nur gut, dass jetzt nicht gleich das nächste Terror- oder Antiterrorpaket auf den Weg gebracht ist, das weitere Grundrechtseinschränkungen bringt. Insofern bin ich ein großer Freund dieser Coolness, einfach deswegen, weil nur wir selber unsere Gesellschaften zerstören können, nicht die Terroristen. Ja, ich muss da denken, wenn es um eine adäquate Reaktion geht oder eine Frage, wie sollen wir als Menschen auf sowas reagieren, ohne, sag mal, das große gesetzliche, staatliche Schwert gegen den Terror jetzt rauszuholen, ja, der das noch alles mögliche andere kurz und klein schlägt. Da muss ich mich erinnern an komischerweise eine Rede von Monika Lewinsky, die ja mal gesagt hat, hey, in dieser beschissenen Zeit, in der ich wirklich durch jeden Wolf gedreht wurde, der im Internet irgendwo rumsteht, haben mir kleine Sympathiebekundungen und Solidaritätsbekundung total geholfen und sei es nur ein Tweet. Und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn man auf sowas reagieren will, man den Opfern und ihren Angehörigen eben nicht hilft, indem man jetzt als Staat die große Keule rausholt und in den Krieg zieht womöglicherweise, sondern indem man öffentlich in sozialen Netzwerken oder eben öffentlich bei Gedenkveranstaltungen oder am Ort des Geschehens Anteilnahme zeigt und sagt, wir sind bei euch, wir denken an euch, so wie ich tatsächlich manchmal an diese Familien denke, wo man, wenn man selber Kinder hat, eigentlich nicht drum rumkommt und sagt, da sind jetzt Teenies, die auf dieses Konzert waren, sind einfach weggebombt worden und die Familien stehen da und wissen nicht, wo oben und unten ist und wissen nicht, wohin mit ihrer Trauer. Ich könnte mir vorstellen, dass solchen Leuten es schon hilft, wenn man Anteilnahme zeigt, da Kerzen aufstellt, dahin geht, auf sozialen Netzwerken zeigt und sagt, wir denken an euch. Es ist irgendwie, wir denken an euch. Ihr seid nicht völlig alleine und das Leben geht weiter, sondern wir denken an euch. Und zwar einmal am Tag oder zweimal am Tag oder sei es nur einmal. Aber ich könnte mir vorstellen, ohne das jetzt wirklich nachvollziehen zu können, würde mich mal interessieren, was so Psychologen bei den Psychologinnen unter unseren Hörern dazu sagen, aber dass sowas schon helfen kann und dass das irgendwie eine adäquate, zumindest persönliche Reaktion auf sowas sein kann, ohne gleich als Staat die Keule rauszuholen.
So. Ja, genau. Ich glaube, das ist ganz wichtig und da jetzt zum Beispiel auch nicht in irgendeine Form von Hass oder Vergeltungssucht zu fallen. Also es gab ja zum Beispiel schon so erste Berichte aus britischen Schulen, dass da Schülerinnen mit Kopftuch angefeindet worden sind. Denen wurde dann irgendwie vorgeworfen, sie seien irgendwie mitverantwortlich für Bombenanschläge und sie wurden dann gefragt, wann das denn endlich mal aufhören würde und so. Das ist natürlich ganz furchtbar, nicht? Denn im Zweifel sind ja auch Menschen islamischen Glaubens oder auch nur, die auch nur aus dem islamischen Kulturkreis kommen, überhaupt nicht so drauf. Ja, die halten das im Zweifel selber für Verbrechen und finden das ganz furchtbar. Und da jetzt quasi in die Mithaftung genommen zu werden, das stelle ich mir wiederum auch schrecklich vor. Das ist also natürlich schrecklich für die Familien, aber es steigert natürlich auch, wie soll ich sagen, so den Unfrieden zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Und da wiederum gab es auf der anderen Seite, fand ich, eine sehr schöne Nachricht aus Manchester. Da gab es nämlich am Donnerstag war es so eine Gedenkminute, ja, eine Schweigeminute mit öffentlichen Kundgebungen auch. Und da wurde dann eben nach dieser Schweigeminute mehr oder weniger spontan, glaube ich, es war, glaube ich, nicht geplant, quasi gemeinsam gesungen. Da hat nämlich jemand Don't Look Back in Anger angestimmt von Oasis. Das kennt vielleicht der ein oder andere noch. Mhm. Und das ist natürlich ein sehr schönes Zeichen, nicht? Dass also jetzt die Menschen sagen, Don't Look Back in Anger. Also wir schauen nicht im Zorn zurück. Wir fangen jetzt nicht an, gerade meinetwegen zum Heiligen Krieg des Christentums aufzurufen, sondern ganz im Gegenteil. Wir versuchen auf die Menschen zuzugehen, die sich vielleicht abgehängt fühlen und dann möglicherweise, wenn es ganz schlimm kommt, selber zu Attentätern werden. Also das finde ich eine sehr vernünftige Reaktion, jetzt eben nicht in so eine Spirale des Hasses und der Vergeltung zu verfallen und da irgendwo so ein bisschen die Ruhe zu bewahren. Und dann finde ich es immer wieder ein gutes Argument, auch das las ich in dieser Woche auf Twitter, um das so ein bisschen einfach solche Anschläge ins Verhältnis zu setzen. Natürlich sind 22 Todesopfer ganz furchtbar. Du hast es angesprochen, Philipp, insbesondere für die betroffenen Familien. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich allein in Deutschland jedes Jahr, also das sind die niedrigsten Zahlen seit Statistiken gibt, aber jedes Jahr etwa 3.300 Menschen im Straßenverkehr sterben. Das sind 9 Menschen pro Tag, die ebenfalls völlig sinnlos sterben, einfach weil irgendwo ein Unfall geschieht oder leider ja auch viel zu oft, weil Menschen rasen oder weil Menschen besoffen meinen, Auto fahren zu müssen. Und 9 Menschen jeden Tag, das heißt also, es dauert 2 bis 3 Tage, bis ebenso viele Menschen einen sinnlosen Tod im Straßenverkehr sterben. Und da ziehen wir jetzt ja auch nicht die Konsequenz, irgendwie Tempo 30 auf Autobahnen einzuführen, was vermutlich statistisch betrachtet tausende Leben jedes Jahr retten würde. Also deutlich mehr als bei irgendwelchen Terroranschlägen in Deutschland jemals zu Tode gekommen sind. Also einfach, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man so neutral wie möglich versucht, wirklich Risiken einzuschätzen. Und das Terrorrisiko, glaube ich, wird einfach, weil es so wie soll ich sagen, weil es so ungewöhnlich ist und weil es ja auch medial so eine große Rolle spielt, so ein Terroranschlag, wird das Terrorrisiko total krass überschätzt. Also die Menschen haben eine völlig unverhältnismäßige Angst vor Terroranschlägen und vor alltäglichen Lebensrisiken wie tödlicher Sturz von der Leiter beim Fensterputzen oder so, macht man sich eben einfach nicht so viele Sorgen. Genau, also ich glaube, wir werden oder du wirst für dieses Argument wieder kritisiert werden, in den Kommentaren auch, eben Terror mit Autounfällen zu vergleichen. Ich glaube aber, dass es dennoch sinnvoll ist, darüber nachzudenken, weil es, glaube ich, tatsächlich so ist, wie wir das ja auch letztes Mal gesagt haben, dass es schon wichtig ist, sich anzugucken, wie hoch ist das Risiko, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt, weil Angst und Angstmache auch von Populisten und Parteien und in Gesellschaften, die für sehr zweifelhafte Zwecke missbraucht werden kann, immer diese Verschiebung von Wahrscheinlichkeitsrechnung ist. Dass Angst ganz oft darauf fundiert und damit gemacht wird, dass ein sehr unwahrscheinliches Ereignis mit sehr angeblich sehr hoher Wahrscheinlichkeit eintritt. Oder zumindest in der Kommunikation der Eindruck erwirkt wird, dass ein sehr unwahrscheinliches Ereignis mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eintritt. So. Und damit wird Angst gemacht, dass dieses sehr Unwahrscheinliche, das so getan wird, als wäre ein sehr unwahrscheinliches Ereignis quasi morgen zu erwarten. So, und ja, ist der genau. Worst Case ist fast schon, sagen wir mal, der Normalfall. So. Und sich das vor Augen zu führen, dass damit Angst gemacht wird, nämlich eine Furcht, eine irrationale Furcht vor einem extrem unwahrscheinlichen Ereignis, das ist, glaube ich, der Schlüssel, um dieser Angstmacherei
auf den Grund zu gehen und sich da auch mal selber zu fragen, ja, Furcht und Befürchtung und ja, ein bisschen Bedenken, klar, das sollte man haben, das sollte man auch haben, wenn man mit 150 über die Autobahn fährt, aber Angst muss man nicht haben. Ja, oder wenn man die hat, ja, dann sollte man zumindest drüber nachdenken. Ich würde sagen, Vor allem ist es natürlich auch immer die Frage, was ist denn eine rechtspolitische, eine gesellschaftlich rationale Reaktion, nicht? Also du hast es gerade schon geschildert, dass einfach bestimmte Dinge als wahrscheinlicher dargestellt werden, als sie wirklich sind. Und ich finde, das ist dann wiederum ein wichtiges Argument, um zu überprüfen, ob bestimmte gesetzgeberische Maßnahmen zum Beispiel überhaupt rational sind. Wie gesagt, rational wäre es, gegen die 3.300 Verkehrstoten jedes Jahr mit harten gesetzlichen Maßnahmen vorzugehen. Trotzdem sind wir weltweit eins der ganz wenigen, wenn nicht überhaupt das einzige Land, das auf vielen Strecken der deutschen Autobahn kein Tempolimit kennt. Das ist totaler Wahnsinn, ja, muss man sagen. Objektiv ist das totaler Wahnsinn. Statistisch betrachtet kostet das so und so viel Menschenleben jedes Jahr. Wenn wir rational arbeiten würden, würden wir nicht irgendwelche Antiterrorpakete vorlegen und würden wir nicht über Staatstrojaner reden, sondern würden wir über Tempolimits auf Autobahnen reden, wenn es in der Politik ansatzweise rational zuginge. Und das finde ich ist immer wieder relevant und deswegen kann ich auch so diese Antiterrorpolitik nicht so richtig ernst nehmen, ne? Weil da einfach, wie du ja völlig richtig gesagt hast, Philipp, Gefahren aufgebläht werden im politischen Diskurs. Man kann sich dann fragen, warum bestimmte Akteure das tun. Und wirklich relevante, reale Gefahren, die uns jedes Jahr gefährden, oder Krankenhauskeime, ja, so ein weiteres beliebtes Thema, gegen das nichts gemacht wird oder wenig getan wird, die werden dann eben weitgehend negiert. Und das finde ich schon interessant. Ja. Kommen wir zu einem nächsten Thema, nämlich der Mietpreisbremse. Das ist, finde ich, deswegen schön, dass wir das jetzt hier mal ein bisschen aufgreifen, weil das ein Themenspektrum berührt, was wir in meinen Augen hier in der Lage leider manchmal ein bisschen selten behandeln, nämlich ist dieses Gerechtigkeitsthema. Ja, also geht es in Deutschland gerecht zu? Gibt es, sagen wir mal, Gruppen, soziale Gruppen, die abgehängt sind, die nicht ausreichend vom absolut erstaunlichen Wirtschaftswachstum in Deutschland profitieren und da eben ein Großteil der Menschen hierzulande, überproportional viele im internationalen Vergleich, in Mietwohnungen wohnen, war halt die Debatte der letzten Jahre. Auch in Berlin, aber in anderen großen Städten steigen die Mieten zu sehr. Ja, müssen wir als Staat, als Gesellschaft dafür sorgen, dass die Mieten zumindest in ihrem Anstieg gebremst werden, damit eben möglichst viele Menschen auch noch in den Innenstädten wohnen bleiben können und nicht verdrängt werden und irgendwo am Stadtrand leben müssen und womöglich stundenlang zur Arbeit pendeln müssen. So, und da die Große Koalition ja diese Idee der Mietpreisbremse auf den Weg gebracht und es gab schon in den vergangenen Monaten, seit das in Kraft ist, durchaus Zweifel, ob die Idee richtig ist, aber B, selbst wenn man annimmt, sie ist richtig, ob sie denn so, wie sie umgesetzt wurde, tatsächlich funktioniert und ihr proklamiertes Ziel erreicht. Und da sind diese Woche jetzt erstmals Zahlen, belastbare Zahlen aufgetaucht. Ulf, du hast sie dir angeguckt. Ja, in der Tat. Es ist nämlich so, dass im Jahr 2016 die Kaltmiete bundesweit durchschnittlich um 5% gestiegen ist und das bei einer Inflationsrate nahe Null. Ja, es gibt also kaum quasi objektive Gründe, weswegen die Miete steigen muss. In den Vorjahren hingegen lag die Steigerung nur bei 3%. Und da muss man sehr deutlich sagen, jedenfalls auf den allerersten Blick scheint die Mietpreisbremse nicht zu wirken. Nun kann man natürlich argumentieren, dass es Anzeichen dafür gäbe, dass der Anstieg ohne das Gesetz noch höher ausgefallen wäre. Ja, das ist wohl so, aber das kann man auch nie ausschließen. Aber jedenfalls auf den allerersten Blick sind die Mietpreise nicht eingefroren worden. Das ist ganz sicher so. Und wann wurde die in Kraft gesetzt? Die Mietpreisbremse ist im vergangenen Jahr in Kraft getreten. Ich schaue mal ganz kurz hier noch im Gesetz nach, wann es jetzt ganz genau war. Oder ich hatte es eben aufgemacht, habe ich jetzt nicht mehr vor Augen. Aber jedenfalls vor ein paar Monaten ist sie in Kraft. Vor ein paar Monaten und ist 16 sozusagen davon erfasst, ja? Ja, genau. Das ist, deswegen kann man das so gut vergleichen. Also 2016 hätte sie theoretisch schon gelten können. Ich schaue mal ganz kurz nach dem Termin. Mhm. Okay. Und kann man denn nochmal sagen, wie die Idee ist, wie das Ding funktionieren soll? Ja, klar, das wollen wir ja diskutieren. Also die grundsätzliche Idee, ne, steht hier, wieso steht das hier nicht? Wieso, wenn das in Kraft getreten ist? Ich guck mal nach. Erzähl du mal, wie die Idee jetzt ist. Bin schon fertig hier. Jetzt, du musst, das ist doch, hier steht es ja, doch hier. Also 1. September 2001 sicher nicht.
Sowas musst du mir dich doch vorher fragen, Philipp. Ich guck mal hier. 15. März 2015 beschloss der Bundestag mit Stimmen der Großen Koalition unter anderem eine umgangssprachliche Mietpreisbremse genannte Regelung beführen soll. Also am 5. März 2015 ist sie beschlossen worden. Sie ist auf jeden Fall, denke ich, dann mal auch 15 irgendwie in Kraft getreten. Also das heißt, das Jahr 2016 fällt da voll rein. So, das glaube ich, kann man mal festhalten. Das ist das, was ich jetzt wissen wollte. Gut, okay, dann erklär doch nochmal, wie sie funktioniert. Ja, die Mietpreisbremse setzt zunächst mal nur an bei Neuvermietungen von Wohnungen. Und es heißt also nicht bei Neubauwohnungen und auch nicht bei Wohnungen, die massiv saniert worden sind. Und wenn aber eine solche Wohnung neu vermietet wird, dann sagt die Mietpreisbremse aus, dass Also nur ganz kurz, Neubauten deshalb nicht, weil das eine Erstvermietung ist, ne? Also genau. Neubau wäre Erstvermietung und nur wenn du erneut, also einer zieht aus und es wird wieder vermietet, dann soll diese Mietpreisbremse greifen. So, und zwar wie? Genau, also Neubau oder auch nicht nach umfassender Sanierung. Da gilt die auch nicht. Das heißt also, wenn jemand wirklich Geld in die Wohnung investiert hat, dann zieht die Mietpreisbremse sowieso nicht. Das wird gleich noch bei der Diskussion über etwaigen Reformbedarf wichtig. Kann man sich gleich schon mal merken, wenn Geld in die Wohnung reingesteckt wurde, signifikant, ja, dann gilt die Mietpreisbremse sowieso nicht. Aber wenn also einfach so ein klassischer Mieterwechsel vorliegt, mit der Wohnung ist nicht viel mehr passiert, meinetwegen Schönheitsreparaturen oder so, dann darf der Vermieter höchstens 10% mehr verlangen als die ortsübliche Vergleichsmiete. Wobei die ortsübliche Vergleichsmiete im Grunde so ein statistischer Wert ist, der möglichst viele Neuvermietungen in einem bestimmten Gebiet einer Stadt erfasst und eben so widerspiegeln soll, wie quasi das Preisniveau ist. Und eine Neuvermietung darf eben normalerweise nicht mehr als 10% über diesen Mietspiegel drüber liegen. Was ja im Grundsatz zunächst mal eine gute Idee ist, damit es eben keine großen Ausreißer nach oben gibt. Ausnahme allerdings, wie gesagt, gibt ganz viele Ausnahmen. Eine Ausnahme eben Neubau, eine Ausnahme Sanierung und die nächste Ausnahme ist, wenn schon die vorherige Miete über diesen berüchtigten 110% der ortsüblichen Vergleichsmiete lag, dann kann der Vermieter auch weiterhin bis zu diesem Wert verlangen. Das heißt also, die Mietpreisbremse hat ohnehin schon eine ganze Reihe von Lücken und das sind aber nicht die einzigen Probleme. Also wie gesagt, sie hat selbst, wenn man sich genau an das Gesetz hält, schon eine ganze Reihe von Lücken. Das Problem scheint aber zu sein, dass selbst dieses lückenhafte Gesetz nicht so wirklich eingehalten wird. Es gab also im Jahr 2016 auch eine Studie des Instituts Regio-Kontext, allerdings im Auftrag des Deutschen Mieterbundes, ja, der natürlich Partei ist in dieser Diskussion. Aber nach dieser Studie, die immerhin Zehntausende von Inseraten in Berlin, Hamburg, München und Frankfurt ausgewertet hat, lagen je nach Stadt 66-94% der Angebote über den nach dem Mietspiegel plus 10% zulässigen Wert. 66-94%, also von 2/3 bis nahezu alle Wohnungen wurden in einer illegalen Weise zu teuer angeboten. Und da kann man sich vorstellen, dass es für Familien einfach immer, immer schwerer wird, in Innenstadtlagen eine Wohnung zu finden. Und der Grund, warum die Vermieter so hohe Mieten aufrufen, dürfte wohl sein, dass es halt einfach zu wenig Wohnungen gibt. Das heißt also, der Markt kippt offensichtlich immer weiter in Richtung eines Vermietermarktes, wo die Vermieter den Preis diktieren und letztlich die Menschen diesen Preis dann zahlen, sofern sie in der Lage sind, einen solchen Preis zu zahlen. Wie gesagt, und das diese Marktlogik, ja, wo einfach der stärkere Marktteilnehmer, also der Vermieter, den Preis diktieren kann, sollte die Mietpreisbremse eigentlich jedenfalls bremsen. Und das scheint aber eben nicht funktioniert zu haben. Wie gesagt, wir haben eben schon von Ausnahmen gesprochen, aber eben auch, dass soweit das Gesetz gilt, wird es häufig nicht eingehalten. Die Marktsituation habe ich auch gerade angesprochen. Es gibt aber auch dafür noch weitere Gründe. Der wesentliche Grund scheint mir zu sein, dass diese Mietpreisbremse auch relativ zahnlos ist. Das heißt also, wenn ich als Vermieter meine Wohnung überteuert anbiete, gegen die Vorschriften der Mietpreisbremse, soweit sie denn gelten, dann habe ich im Grunde nicht so wahnsinnig viel zu erwarten. Also theoretisch mache ich mich auch strafbar. Ja, es gibt also einen Paragraph 291 des Strafgesetzbuchs, den Wucher. Dazu muss man aber eine Zwangslage ausnutzen. Ja, das müsste man also im Zweifel nachweisen, dass es um eine Zwangslage geht. Und dann müsste es noch ein auffälliges Missverhältnis geben zwischen der Miete und der dafür gebotenen Wohnung. Und das ist natürlich nur ganz, ganz schwer nachzuweisen. Also strafrechtlich haben Vermieter eigentlich nicht viel zu befürchten. Aber ist denn diese Mietpreisbremse, beziehungsweise wenn man sich nicht an sie hält, obwohl man sich an sie halten müsste, nicht sanktionsbewehrt? Also habe ich in dem Gesetz keine Sanktionen, so nach dem Motto, nee, gar nicht.
Ja, das ist genau das Problem. Da sind Sanktionen drin, die sind aber auch wirklich zahnlos. Das ist, glaube ich, das Ergebnis, das man aus diesen Statistiken ablesen kann, dass ganz offensichtlich die dort vorgesehenen Folgen einer rechtswidrigen Vermietung letztlich die Vermieter nicht schrecken. Wie gesagt, strafrechtlich haben sie wenig zu befürchten. Was ich mir ja eigentlich vorstellen würde, wäre, dass die überhöhte Miete zurückgezahlt werden muss. Und das ist im Gesetz aber so nicht vorgesehen, sondern natürlich bekommen Mieter diese überhöhte Miete zurück, aber eben erst ab dem Zeitpunkt, wo sie dem Vermieter gegenüber rügen. Mit anderen Worten, ich muss in einem laufenden Mietverhältnis zu meinem Vermieter gehen und sagen, hier, lieber Vermieter, deine Miete ist zu teuer und ich hätte gerne die überzahlte Miete in der Zukunft zurück. Rückwirkend geht das eben nicht. Und da kann man sich vorstellen, ja, wer will sich schon mit seinem Vermieter anlegen und dann bei nächster Gelegenheit irgendeine Eigenbedarfskündigung reinbekommen, damit die Tochter da einziehen kann. Das will natürlich kein Mensch riskieren. Deswegen ist diese Rückforderung aus meiner Sicht ein vergleichsweise stumpfes Schwert. Nicht? Man könnte sich ja stattdessen auch vorstellen, dass die überhöhte Miete einfach quasi von Gesetzes wegen und von vornherein zurückgezahlt werden muss. Gut, da würde mir spontan einfallen, dass es extrem schwer ist, Mieter aus laufenden Mietverträgen rauszukriegen. Also Eigenbedarf, ja, sicherlich, aber auch Eigenbedarf muss man nachweisen. Auch jeder kann nicht einfach irgendwie sagen, ich habe Eigenbedarf und dann müssen die Mieter sofort raus. Sondern erfahrungsgemäß ist es, glaube ich, und sehr schwer, Mieter aus einem laufenden Mietverhältnis rauszukriegen. Und ja, sicherlich, man will es sich nicht mit seinem Vermieter verderben. Und ja, das irgendwie anzuzeigen, gut, das ist sicherlich kein Stimmungsknaller, was das Verhältnis angeht. Aber mir scheint das schon zumutbar zu sein, oder? Findest du nicht? Also ich glaube, da unterschätzt man doch so ein bisschen die soziale Situation. Also rechtlich ist eine Eigenbedarfskündigung natürlich nicht ganz einfach, aber sie ist auch nicht wirklich schwer. Denn ich meine, wenn man eine GmbH ist, ist es schon schwieriger. Aber wenn man privater Vermieter ist, muss man eben nur plausibel geltend machen, dass ein Familienmitglied einziehen möchte. Ja, und da gibt es eben doch relativ viele Möglichkeiten. Und ehrlich gesagt passiert es auch ständig, dass solche Eigenbedarfskündigungen ausgesprochen und notfalls auch gerichtlich durchgesetzt werden und dann nachher haben die Leute dann da nur 3 Monate gewohnt oder möglicherweise sogar gar nicht gewohnt. Da gibt es jetzt so die ersten Verfahren, wo tatsächlich auch mal Vermieter wegen Betruges belangt worden sind, weil sie eine Eigenbedarfskündigung vorgeschoben haben. Eine andere Möglichkeit ist natürlich die Kündigung wegen Sanierung. Wenn ich also umfangreich sanieren will und plausibel geltend machen kann, dass das nicht möglich ist, solange die Wohnung vermietet ist, ist das ein weiterer Kündigungsgrund. Ich kann eine Luxussanierung ankündigen und da einen sehr erheblichen Anteil der Sanierungskosten, die in die Wohnung fließen, wiederum auf die Mieter umlegen. Also es gibt wirklich ohne Ende Daumenschrauben, die man als Vermieter seinen Mietern anlegen kann, um sie aus der Wohnung zu drängeln. Ich glaube da muss man sehen, dass natürlich der durchschnittliche Mieter jetzt auch kein Jurist ist und nicht so richtig einschätzen kann, wie sicher denn eigentlich sein Mietverhältnis ist. Und deswegen einfach auch über die rechtlichen Risiken, die er wirklich hat, hinaus auch einfach fürchtet, dass der Vermieter Druck macht und sich deswegen mit ihm nicht anlegen will. Also ich kann mich erinnern, ich habe damals auch mit dem Mieterbund über diese Studie gesprochen, beziehungsweise über diese Erhebung, die sie haben machen lassen, und deren Argument war auch, ey, wenn so viele Vermieter offensichtlich diese Mietpreisbremse missachtend so hohe Mieten in ihren Inseraten verlangen, dann kann was mit den Sanktionsmöglichkeiten irgendwie nicht stimmen. Also so richtig zu schrecken scheint diese Mietpreisbremse nicht, auch wenn es vielleicht den Mietern zumutbar wäre, sie einzuklagen oder anzumahnen und da irgendwie Miete zurückzufordern. Was mich nochmal interessieren würde, die CDU, die argumentiert ja immer, oder nicht die CDU, aber sagen wir mal unionspolitische Leute oder baupolitische Leute aus der Union, die argumentieren, diese Mietpreisbremse ist Mist, von der Idee her schon, weil sie verhindert, dass Wohnungen neu gebaut werden. Denn ich kann halt die Miete nur so und so viel erhöhen, das macht es mir schwerer, Neubauten zu refinanzieren. Dabei sei doch genau das, was wir brauchen, nämlich mehr Wohnungen, damit das Angebot größer wird und die Mieten sinken. Hast du dazu was zugefunden?
Ja, also ich sage mal, das Grundargument stimmt natürlich. Wenn man mehr Wohnungen auf dem Markt hat, dann könnten theoretisch auch die Preise sinken. Aber ich glaube, gerade in den Wohnungsmärkten, wo es besonders große Probleme gibt, ja, in den Großstädten, wird das so schnell nicht funktionieren. Natürlich brauchen wir da auch weiteren Wohnungsbau, das ist völlig klar. Aber dass da die Preise tatsächlich sinken, weil es ein Überangebot an Wohnungen gibt, das ist allein schon deswegen nicht zu erwarten, weil es ja zurzeit den Effekt gibt, dass die Menschen eben immer mehr in die Städte ziehen. Wir haben es ja mit einer deutlichen Landflucht zu tun. Mit anderen Worten, es ziehen so viele Leute in die großen Städte, dass man mit Wohnungsbau alleine die Preise auf keinen Fall wird deckeln können. Also das wird jedenfalls auf die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, so nicht funktionieren. Das heißt, wenn man da nicht gesetzlich eingreift, dann werden die Preise immer weiter steigen. Und es werden natürlich Wohnungen gebaut, aber das wird da auf die Preise, denke ich, nur einen geringen Einfluss haben. Und außerdem muss man sehen, dass ja die Mietpreisbremse so ohne weiteres gar keinen Einfluss auf die Preise hat, die ich nehmen kann für meinen Neubau. Wir haben es eben schon gesagt, Neubauwohnungen werden von der Mietpreisbremse ohnehin nicht erfasst. Das heißt, niemand hindert mich daran, in Berlin zum Beispiel Luxus-Apartments zu bauen und die dann zu Mondpreisen zu vermieten. Also wenn ich dafür jemanden finde, der mir 20 Euro kalt bezahlt, dann kann ich das tun. Da ändert die Mietpreisbremse überhaupt nichts daran. Und das würde selbst bei der Neuvermietung eines solchen Luxus-Apartments weiter gelten. Wie gesagt, wenn schon der Vormieter mehr bezahlt hat als die Mietpreisbremse, kann ich diesen Mietpreis ja weiterhin nehmen. Mit anderen Worten, das Argument stimmt allenfalls dann, wenn man sagen will, die Vermieter machen etwas weniger Gewinn mit ihrer Wohnung und können deswegen nicht investieren. Aber da wiederum muss man sagen, das gibt, glaube ich, die Marktrealität nicht wieder. Wir haben so billige Baudarlehen zurzeit, dass man sich das Geld auch einfach leihen kann. Das muss man ja nicht zwingend aus bisheriger Vermietung erwirtschaften. Und zumal nach umfassenden Sanierungen greift ja die Mietpreisbremse wiederum nicht. Und was ich auch noch sehe, ist, dass wenn Wohnungen gebaut werden, ja, sie werden gebaut, aber sie werden halt vor allen Dingen in diesem mittleren und Hochpreissegment gebaut. Und da, wo eben viele auch gebraucht werden, nämlich billige Wohnungen in den Städten, da entsteht halt im privaten Wohnungsbau relativ wenig verglichen mit den höherpreisigen Wohnungen. Und da würde ich dann auch wieder dafür argumentieren, dass da eben der Staat eingreifen muss über sozialen Wohnungsbau. Aber das scheint mir zum Teil, zumindest in einigen Regionen Deutschlands, durchaus wieder aufzukommen. Also Berlin hatte das ja völlig aufgegeben, ja, Wohnungen zu bauen bzw. zu subventionieren. Also so ist ja das Prinzip. Jemand will Wohnungen bauen und der Staat sagt, okay, wir geben dir ein bisschen was dazu, aber dafür verpflichtest du dich, einen Teil oder alle Wohnungen zu einem günstigen Tarif anzubieten. So, ne? Und auch nur bestimmte Leute reinzulassen, die halt irgendwie nachweisen müssen, dass sie, sagen wir mal, zu einer sozialen Schicht gehören, die sonst keine Wohnungen kriegen. So, und das ist ja das Prinzip. Aber das scheint mir in Deutschland schon wieder so ein bisschen ein Trend zu sein, wenn nach noch so ein paar Zahlen, die ich neulich gelesen hatte, wo durchaus wieder in sozialen Wohnungsbau investiert wird. Ja, Gott sei Dank, nicht? Da werden im Grunde jetzt so die härtesten Effekte der neoliberalen Privatisierung aus den 90er Jahren oder frühen 2000ern langsam aber sicher wieder zurückgedreht, nicht? Also gerade das Land Berlin besaß ja früher mal sehr viele Wohnungen, die, und das ist wirklich bizarr einfach nur, die selbst mit den Stimmen der Linken, ja, in Berlin, die ja heute sich sehr stark machen für soziales Mietrecht, verkauft werden konnten, ne? Das war die Idee einfach damals, dass man um jeden Preis, die Kassen des Landes irgendwie ausgleichen wollte und hat dabei dann quasi die sozialen Härten mehr oder weniger in Kauf genommen, die wir heute erleben. Aber jetzt, wie gesagt, immerhin, Philipp, ist genau wie du sagst, wird da Gott sei Dank wieder mehr investiert in sozialen Wohnungsbau. Und es gibt auch durchaus Initiativen, die bislang eben nicht sehr wirksam Mietpreisbremse doch etwas zu verbessern, da nochmal nachzusteuern. Also der Justizminister Heiko Maas hat zwei Ideen, wie das gehen soll. Also zum einen sagt er, die Höhe der Vormiete soll schon im Inserat stehen. Ja, wenn ich also eine Wohnungsanzeige schalte, soll ich reinschreiben müssen, was der bisherige Mieter bezahlt, einfach damit der neue Mieter gegebenenfalls nachrechnen kann, ob diese Ausnahmeklausel, schon der Alte hat zu viel bezahlt, auch in seinem Fall überhaupt gilt. Und außerdem sollen die Mietspiegel wiederum gedrückt werden, indem sie nämlich die Vertragsabschlüsse der letzten 8 Jahre berücksichtigen. Ich glaube, zurzeit sind es 4. Das heißt also, der Mietspiegel soll langsamer ansteigen und es soll für bessere Transparenz gesorgt werden bei der Vormiete. Diese Initiativen allerdings, muss man sagen, hat die Union bisher blockiert und es sieht so aus, als wenn es in dieser Legislaturperiode auch nichts mehr werden wird. Ja, Heiko Maas, hat er mal eine gute Idee, hat er kein Glück.
muss man sagen, ne? Boah, kein Glück, oder? Ich meine, das hängt natürlich, ganz ehrlich, in einer großen Koalition ist immer eine Frage, wie man pokert, ne? Also ich meine, die SPD stimmt immer wieder irgendwelchen freiheitseinschränkenden Gesetzen zu, die im Wesentlichen von der Union kommen, und man könnte natürlich einfach mal sagen, wir steigen hier auf die Barrikaden und sagen, ihr kriegt euren Trojaner nur, wenn wir im Gegenzug quasi die Mietpreisbremse 2.0 bekommen. Und das wäre was, ich meine, das ist ja immerhin auch meine Partei, das wäre was ich mir sehr wünschen würde, dass man quasi mal für die Rechte sozial etwas schwächer gestellter oder für die Rechte der Familien auf die Barrikaden geht und auch ganz bewusst zum Beispiel jetzt im Wahlkampf mal den Konflikt mit der Union sucht und sagt, ja, alles schön und gut mit eurer Sicherheit, aber wir wollen dafür auch eine soziale Maßnahme. Und da wollen wir mal schauen, was jetzt in den letzten Wochen der Legislatur noch passiert. Aber wie du sagst, also immerhin hat Heiko Maas hier aus meiner Sicht jedenfalls eine gute Idee. Und neben diesen beiden Vorschlägen, ja, Höhe der Vormiete ins Inserat und Mietspiegel für über 8 Jahre, fände ich es noch sehr wichtig, dass dieser Rückforderungsanspruch der Mieter deutlich gestärkt wird. Also der sollte eben nicht nur gelten ab der Rüge, sondern ab Vertragsschluss aus meiner Sicht. Und er sollte auch nicht verjähren, solange nicht das Mietverhältnis vorbei ist. Mit anderen Worten, stelle sich vor, bei überhöhter Miete muss ich als Vermieter damit rechnen, dass nach Ende des Mietverhältnisses, Klammer auf, wenn der Mieter nichts mehr zu verlieren hat, Klammer zu, er ankommt und sagt, jetzt hätte ich gerne für 7 Jahre jeweils 100 Euro im Monat zurück. Das ist nämlich eine Situation, wo ich mir das als Vermieter überlege, wenn ich das Geld quasi erst 3 Jahre nach dem Auszug des Mieters wirklich sicher habe. Das wäre, glaube ich, ökonomisch betrachtet ein Grund, sich vielleicht doch mal ans Gesetz zu halten. Wir haben letzte Woche etwas unter den Tisch fallen lassen, was wir diese Woche noch mal kurz aufheben wollten, nämlich das Hate Speech Gesetz, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz von Heiko Maas, was du ja auch und wir auch hier in der Lage im Entwurf erheblich kritisiert hatten. Ziemlich fundamental ist jetzt in den Bundestag eingebracht worden. Hat sich da inhaltlich erstmal noch was geändert zu dem, was wir kritisiert hatten? Nein, es gab also jetzt keine großen Änderungen mehr. Es ist noch ein bisschen in der Begründung des Gesetzes nachgearbeitet worden. Und zwar hat man deutlich gemacht, dass jetzt eben nicht jede einzelne Nichtlöschung eines rechtswidrigen Inhalts gleich dazu führt, dass sie Millionen Bußgelder fällig werden, sondern Heiko Maas hat in der Begründung nochmal klarstellen lassen, was ich auch schon vorher gesagt hatte und was wohl auch schon vorher so gemeint war, dass es quasi um systemisches Versagen geht. Ja, also erst wenn ein Netzwerk so wie Facebook zum Beispiel, grundsätzlich ein defizitäres Beschwerdemanagement hat, sodass also grundsätzlich rechtswidrige Inhalte nicht vernünftig gelöscht werden. Erst dann soll ein Bußgeld fällig werden. Und ein zweiter spannender Punkt ist noch die Frage, wie steht es denn jetzt eigentlich um die Auskunftsansprüche, dass man von einem Netzwerk verlangen kann, dass es die persönlichen Daten herausgibt von jemandem, der einen bestimmten Beitrag geschrieben hat und der zum Beispiel Persönlichkeitsrechte verletzt. Ne? Da soll es ja einen neuen Auskunftsanspruch geben, dass man halt sagen kann, hey, da hat jemand diesen Beitrag über mich geschrieben, wer war denn das eigentlich? Und da hat Lars Klingbeil insbesondere, also netzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, gesagt, da verlaufe für ihn eine rote Linie, wie er das so schön sagt, beim Richtervorbehalt. Das heißt also, er sagt, das kann nicht sein, dass man einfach so bei Facebook anfragt und da die Daten von jemandem rausverlangt, sondern da müsse ein Richtervorbehalt zwischengeschaltet werden. Ich sehe diesen Richtervorbehalt bisher jedenfalls im Text des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes noch nicht. Da ist so ein bisschen die spannende Frage, wie das in den parlamentarischen Beratungen möglicherweise noch nachgesteuert wird. Da muss man ja ein paar Sachen zu sagen. Ne? Also dieses Gesetz richtet sich ja in erster Linie, sagen wir mal, gegen Äußerungen, strafrechtlich relevante und auch zivilrechtlich relevante Äußerungen in solchen sozialen Netzwerken, und es gibt ja einmal diesen Auskunftsanspruch, den du jetzt angeführt hast, das ist ja der zivilrechtliche, also mich beleidigt jemand und dann will ich Auskunft haben von Facebook, wer war denn das, wer sagt denn das, und dann gibt es ja aber auch noch den strafrechtlichen Auskunftsanspruch, also jemand äußert sich strafrechtlich relevant, leugnet den Holocaust, ruft zum Rassenhass auf, gibt es denn da auch bessere Auskunftsmöglichkeiten, um rauszufinden, wer sich da strafbar macht? Jein. Also es gibt im Gesetz zwar, das ist auf den allerletzten Meter noch reingekommen, das hatten wir in der Lage ja auch schon besprochen, jetzt für Netzwerke die Pflicht in Deutschland, einen Ansprechpartner zu benennen, an den sich Strafverfolgungsbehörden wenden können, wenn sie also zum Beispiel, wie du sagst, Philipp, wissen wollen, wer hat denn jetzt einen bestimmten Beitrag auf Facebook gepostet, was hat der für Daten angegeben beim Einrichten seines Facebook-Profils oder möglicherweise auch von welcher IP-Adresse wurde etwas gepostet. Da soll es jetzt eine Kontaktstelle in Deutschland
Deutschland geben, an die sich dann Strafverfolger wenden können. Wie gesagt, diese Auskunftsansprüche bestehen schon länger. Es geht jetzt nur darum, wie kann man die wirksam durchsetzen. Und da soll es eine Auskunftsstelle geben, eine Kontaktstelle in Deutschland. Das Problem ist aber, es fehlt da wieder jede Sanktion. Ja, das ist das etwas Bizarre an diesem Gesetz. Netzwerke können zwar mit Bußgeldern bis zu 50 Millionen Euro belegt werden, wenn sie rechtswidrige Inhalte nicht rechtzeitig löschen. Wenn sie aber mit einer Staatsanwaltschaft nicht zusammenarbeiten, soll das nach dem bisherigen Gesetzestext völlig sanktionslos bleiben. Und das ist ehrlich gesagt nicht überzeugend. Da müssten aus meiner Sicht Reaktionsfristen festgelegt werden. Also zum Beispiel, dass man binnen 48 Stunden auf eine Anfrage einer Staatsanwaltschaft oder der Polizei antwortet. Und wenn das nicht passiert, dann sollten auch hier Bußgelder fällig werden. Das müssen ja nicht gleich 50 Millionen werden. Aber es gibt ja in dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz zwei Bußgeldstufen. Die eine sind 50 Millionen, die andere sind 500.000 Euro. Und ich finde 500.000 Euro bis zu, das muss ja nicht gleich voll verhängt werden, aber bis zu 500.000 Euro, wenn man einfach die Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden verweigert, finde ich eine angemessene Reaktion. Also jetzt ist es ja, wie das immer so heißt, im parlamentarischen Prozess. Das heißt, das Gesetz wurde eingebracht, es wurde einmal gelesen, dann wird es üblicherweise in Ausschüsse verwiesen, die sich mit diesem Thema, in das das Gesetz behandelt, durchaus befassen. Dann wird das da auch wieder verhandelt und dann geht es wieder zurück mit Änderungsvorschlägen mitunter. Und dann wird es nochmal gelesen und zum dritten Mal gelesen und erst nach dieser dritten Lesung ist es dann wirklich verabschiedet und Gesetz. Und kann sozusagen im Gesetzblatt veröffentlicht werden und damit wirksam werden. In welchem Stadium sind wir jetzt und mit wie vielen Änderungen rechnest du noch in diesem parlamentarischen Verfahren? Wir sind jetzt zwischen der ersten Lesung und der zweiten und dritten Lesung. Also zweite und dritte Lesung werden im Bundestag in aller Regel zusammengefasst. Wir sind jetzt nach der ersten und vor der zweiten und dritten Lesung. Das heißt, jetzt kommen die Beratungen in den Ausschüssen. Ich weiß nicht ganz genau, wann das NetzDG jetzt in den Ausschüssen beraten werden soll, aber das muss jetzt, denke ich, sehr bald erfolgen. Wie viele Änderungen da noch vorgenommen werden, weiß ich nicht. Erfreulicherweise gibt es wohl Überlegungen in beiden GroKo-Fraktionen, dass diese, wie soll ich sagen, diese Nachbesserungen bei der Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden tatsächlich noch ins Gesetz kommen sollen. Also es gibt da schon einen Vorschlag für Änderungsanträge, die eben eine 48-Stunden-Frist vorsehen und eine Bußgeldbewährung, wenn ein Netzwerk nicht zusammenarbeitet mit der Strafverfolgung. Das würde ich persönlich sehr begrüßen. Aber ansonsten gibt es natürlich weiter viel zu kritisieren an dem Gesetz. Insofern wäre ich persönlich auch nicht böse, wenn das Gesetz in dieser Legislatur nicht beschlossen würde, beziehungsweise wenn man zunächst mal nur diese Kontaktstellen einrichtet und die Bußgelder für das Nichtlöschen von rechtswidrigen Inhalten nochmal genau überdenkt, denn ich denke, da drohen erhebliche Kollateralschäden. Alright. Wir kommen zum nächsten Thema. Und zwar ist das ein Thema, was wir so ein bisschen schon länger auf dem Zettel hatten, jetzt aber nochmal forciert haben, weil aus den Kreisen der Zuhörer, Zuhörerinnen doch einige Zuschriften kamen, die auch in diese Richtung gingen. Also es geht um letztlich Bildung im weitesten Sinne, konkreter um Schulbildung, sprich sowas wie G8 oder G9, also Abitur nach 12 Jahren oder nach 13 Jahren. Das ganze Thema hat jetzt nach der letzten Sendung nochmal ganz schön viel Feedback von eurer Seite ausgelöst, als wir über diesen Film Zwischen den Stühlen gesprochen haben, wo eben dieses Institut des Lehrerreferendariats, also quasi diese zweite praxisorientierte Teil der Lehrerausbildung, sagen wir mal, sehr schlecht weggekommen ist. Da haben sich viele von euch gemeldet, die so unseren Tenor, sagen wir mal, unterstützt haben, den wir zum Schluss gemacht haben, so nach dem Motto, Referendariat kann echt die Hölle sein, wenn man die falschen Betreuungslehrer hat, die falschen Ausbilder in dieser Zeit hat. Danach haben einige auch gemeldet, seien sie jetzt aber im Lehrerdienst und sehr, sehr zufrieden. Andere haben sich aus dem Referendariat gemeldet und genau diese Erfahrungen, die in dem Film vorkommen, zu 120% bestätigt, wo dann Lehrer, Betreuungslehrer, mit denen sie zusammenarbeiten sollen, ihnen echt das Leben zur Hölle machen, weil sie entweder keinen Bock haben oder einfach sie triezen wollen oder. Also die da wirklich leidensvolle E-Mails auch an uns geschrieben haben. Jedenfalls auch im Zusammenhang mit den Wahlen in NRW, da war Bildung ja auch ein großes Thema, G8, G9. Und deswegen haben wir uns gedacht, suchen wir uns mal wieder einen Fachmann, leider wieder ein Fachmann,
muss man sagen, weiß auch nicht, warum Frauen bei uns so unterrepräsentiert sind in diesen ganzen Interviews. Weiß ich auch nicht, müssen wir vielleicht ein bisschen mehr drauf achten. Jedenfalls gibt es in diesem Bereich einen Mann. Ich habe eine Frau sogar angefragt, die hat sich aber nicht gemeldet. Und deswegen haben wir jetzt ein Interview mit Wilfried Boos. Der ist ziemlich renommierter Bildungsforscher an der TU Dortmund. Und den haben wir uns mal rangeholt, um mit ihm ja fast all diese Fragen, die ich jetzt angesprochen habe und noch einige mehr zu diskutieren. Wir mussten das aus Zeitgründen vorher aufzeichnen. Deswegen jetzt das Interview mit Wilfried Boos, Bildungsforscher an der TU Dortmund. Bis später. Wir haben jetzt in der Leitung Wilfried Boos per Telefon zugeschaltet. Sie sind Bildungsforscher am Institut für Schulentwicklungsforschung an der TU Dortmund. Erstmal ganz herzlich willkommen in der Lage. Ja, gerne. Herr Boos, wir haben so ein paar Themen hier uns aufgeschrieben, die so latent aktuell sind, die aber auch von Hörern an uns herangetragen wurden und Hörerinnen. Und ganz oben hier auf der Liste steht diese Frage G8, G9. Also soll das Abitur nach der 12. Klasse vollzogen werden oder soll es erst nach der 13. Klasse vollzogen werden? Da hatten sich ja ganz viele Bundesländer vor Jahren auf diese G8-Version gestürzt und gesagt, die Kinder müssen schnell durch und schnell ins System kommen und nach 12 Jahren ist Schluss. Jetzt haben, glaube ich, fast alle wieder eine Rolle rückwärts gemacht. Warum? Weil jetzt die Eltern befragt worden sind und die Elternäußerungen wohl relativ eindeutig sind. Das Gros der Eltern will zurück zu G9. Jedenfalls die Empirie, die mir da vorliegt, sagt das eindeutig. Die entsprechenden Befragungen, die Kollege aus Bielefeld gemacht hat, sind da relativ eindeutig. Vorher hatte man den Elternwillen, naja, eher geahnt als tatsächlich empirisch erhoben. Und bevor ich gleich zu ein paar wissenschaftlichen Befunden dazu vielleicht komme, lassen Sie mich das sagen, wenn Eltern wollen, dass die Kinder noch länger ein Jahr zu Hause sind, mit zusammen am Tisch sitzen und erst ein Jahr später in eine fremde Stadt ziehen und die vielleicht noch ein letztes Mal in ihrem Leben einen gemeinsamen Urlaub vielleicht machen oder so, dann ist das grundsätzlich das Recht der Eltern, das auch so haben zu wollen. Nur dazu muss man dann nicht irgendwelche scheinwissenschaftlichen Gefechte führen, sondern da kann man einfach sagen, mein Wille, der ist so, in meiner Familie wollen wir das, bitte, liebe Politik, setzt das entsprechend um. Wie ist denn das mit der, wie ist denn das aus Bildungs-, sag mal, Forschersicht? Gibt es da Vor- und Nachteile, außer jetzt abgesehen von diesem Elternwillen, pro G8, kontra G8? Nö. Ja, also pro G8 spricht natürlich einiges. Die ist ein Jahr gewonnen, ein Jahr früher, dass die Kinder in Beruf bzw. in die Universitäten gehen können. Ein Jahr Lebenszeit, wenn man so will, ist gewonnen. Ein Jahr mehr in die Rentenkasse, ein Jahr mehr in die anderen Beitragskassen, ein Jahr mehr Steuer. Das ist also, da gibt es eine ganze Menge Vorteile, die das hat. Und das muss man vielleicht auch sehen. G9 ist ja relativ einmalig auf der Welt eine Angelegenheit von Deutschland. Also rund um den Globus ist G8 ja normal. Ne? Das ist in meinem Alter muss man das auch noch mal sehen. Fast alle in meinem Alter sind ja G8. Wir haben ja alle die beiden Kurzschuljahre gemacht. Nicht? Also, und wir sind auch keine seelischen Wracks dadurch geworden, jedenfalls soweit wir das selbst beurteilen können. Also ist ein Sonderweg in Deutschland, dieses G9. Österreich hat das auch und das ist es aber auch. Und wir hatten große Untersuchungen dazu, Leistungsuntersuchungen weltweit, was Abiturienten denn können. Die sind getestet worden in Mathematik und in Physik und da fanden wir überhaupt keine Unterschiede zwischen G8 und G9. Im Gegenteil, G9, Deutschland lag im unteren Mittelfeld oder im Mittelfeld irgendwo, was die Leistungen angeht. Wir haben dann noch einmal geschaut, wie sieht das eigentlich mit den Leistungen aus, östliche Bundesländer, westliche Bundesländer. Im Osten, die hatten ja auch immer G8. Kein Unterschied in der Leistung zwischen G8 und G9. Wir haben uns dann noch mal angeguckt, die Unterschiede in der Leistung zwischen Klasse 12 und 13 in den 13-jährigen Bundesländern. Kein Unterschied in den Leistungen in Mathematik und Physik. Und daraufhin ist die Politik dann hingegangen, nicht wir als Wissenschaftler, die Politik ist darauf hingegangen und hat gesagt, naja, da spricht doch einiges dafür, den jungen Leuten ein Jahr früher Freiheit zu geben und sie in die Gesellschaft loszulassen. Und das hat man entsprechend gemacht.
Ein weiteres klassisches Thema der Diskussion zwischen Bildungspolitikern und Eltern ist ja die Frage, sollten Schülerinnen und Schüler eher auf ein klassisches, gegliedertes Schulsystem gehen, also auf eine Hauptschule, Realschule oder ein Gymnasium, oder ist es sinnvoller, wenn Schülerinnen und Schüler eine Gesamtschule besuchen? Zum Beispiel wird oft für die Gesamtschulen angeführt, dass es den Leistungsdruck ja absenken könne, wenn man eben flexibel, je nach Fach, die ein oder andere Unterricht, den einen oder anderen Unterricht besuchen kann. Können Sie dazu aus wissenschaftlicher Sicht etwas sagen, welche Schulform vielleicht welche Vorteile bietet? Also die auch da wieder, das dreigliedrige System ist relativ einmalig auf dem Globus. Das gibt es nicht so oft, das gibt es sowas, gibt es nur in ein paar Ländern. Das Standardschulsystem auf unserer Erde ist so gegliedert: 6 Jahre gemeinsame Grundschule, 3 Jahre Junior High School, also Mittelstufe, und dann wird aufgesplittet diejenigen, die für Universitäten vorbereitet werden, und diejenigen, die in den Beruf gehen, die für die Universitäten vorbereitet werden, die haben dann die Senior High, die nochmal 3 Jahre dauert, also 12-jähriges System zum Abitur und meistens eben nicht mehrgliederig. Ich glaube, diese Gliederigkeit, das wird bei uns völlig überschätzt und ist eine ideologische Angelegenheit. Gesamtschulen würden funktionieren und würden das tun. Auf der anderen Seite, warum soll man in Deutschland das Gymnasium abschaffen, was ja nachweisbar auch gute Arbeit leistet? Mhm. Ja, aus demografischen Gründen hatten wir von einigen Wissenschaftlern im Aktionsrat Bildung zum Beispiel schon vor Jahr und Tag gefordert, macht doch in Deutschland ein zweigliedriges System. Einmal das Gymnasium, das ist sakrosant, das kann man und soll man vielleicht auch gar nicht abschaffen, weil wirklich gute Arbeit geleistet wird. Und dreigliedrige, viergliedrige Systeme kann man bei der demografischen Entwicklung, insbesondere im ländlichen Raum, überhaupt nicht vorhalten. Dann macht doch da ein zweites System, was möglichst auch zum Abitur führt. Das wäre zum Beispiel die Gesamtschule, die man da vorhalten könnte. Da können Kinder Abitur machen und trotzdem können alle untergebracht werden. Gibt's ja in Berlin. Also in Berlin ist das ja so. In Berlin gibt's ja Gymnasien, man kann auf Gymnasien gehen, man kann aber auch in integrierten Oberschulen sein Abitur machen. So, wo dann aber auch in Nordrhein-Westfalen ist das auch. Wir haben 650 Gymnasien ungefähr und deutlich über 100 Gesamtschulen, die auch zum Abitur führen. Die einen in G8, die anderen in G9. Und da würden Sie sagen, das kann man auch so lassen. Das ist jetzt keine Doppelstruktur, die man abschaffen muss und das vereinheitlichen. Nö, also so eine Zweigliedrigkeit ist einfach bei der entsprechenden demografischen Entwicklung hatten wir eigentlich für sinnvoll gehalten, das so zu machen. Was ist passiert? Wir haben, glaube ich, mittlerweile in Deutschland, Tillmann hat das, glaube ich, mal durchgezählt, mittlerweile Sekundarstufen neben dem Gymnasium, die 20 verschiedene Namen haben und unterschiedlich organisiert sind, mal zum Abitur führen, mal nicht, mal neben dem dreigliedrigen System, mal ohne das dreigliedrige System. Also es ist ein heilloses Durcheinander. Und das ist das Problem. Das ist das Problem. Und dann kommt noch dazu, diese ganzen organisatorischen Sachen werden deutlich überschätzt in ihrer Wirkung auf die Qualität von Schule. Das einzige wirklich Wichtige, auf was man sich konzentrieren sollte, ist die Qualität des Unterrichts. Apropos Qualität des Unterrichts, da gibt es ja ein weiteres Dogma, das besonders in Landtagswahlen sehr häufig bemüht wird, nämlich es fällt zu viel Unterricht aus und deswegen ist Schule schlecht. Da werden dann gerne Prozentzahlen gehandelt, so und so viel Prozent sind ausgefallen. Gibt es dazu eigentlich wissenschaftliche Erhebungen, ob das tatsächlich dazu führt, dass die Leistung der Schülerinnen und Schüler abfällt oder jedenfalls gibt es bestimmte Prozente an Unterrichtsausfall, die aus dieser Perspektive möglicherweise noch unproblematisch sind? Es gibt wenig dazu, aber eine gute Untersuchung und eine sehr große Untersuchung, die gibt es dazu. Das ist der Professor Helmke, Andreas Helmke, der hat das vor etlichen Jahren, ich meine, das wäre in Rheinland-Pfalz gewesen, alle 8 Klässler getestet in Mathematik und in anderen Domänen. Und hat unter anderem die Variable mit erfragt, wie oft ist eigentlich Unterricht bei euch ausgefallen an eurer Schule, in eurer Klasse. Entschuldigung. Und da kam überraschenderweise, egal welche Schulform, ob Hauptschule, Realschule oder Gymnasium, zum gleichen Ergebnis. Helmke hat das nicht weiter unterteilt. Er hat dann unterteilt mehr als 5 Stunden, mehr als 10 Stunden, mehr als 20 Stunden. Er ist bis 25 Stunden ist er gegangen in seiner Skalierung. Und bis 25 Stunden konnte man überhaupt keinen Unterschied sehen, ob der Unterricht ausgefallen war oder nicht. Also muss man sich da nicht weiter drum kümmern?
Na, sagen wir mal so, dann könnte man ja auch sagen, überhaupt kein Unterricht, dann passiert auch nichts. So wird es natürlich auch nicht sein. Irgendwann wird es brisant und gefährlich und wir wissen aber nicht, ab welcher Schwelle und ob die Schwelle auch für jedes Fach gleich ist, wissen wir auch nicht. Aber wenn in Schulen gelegentlich Unterrichtsausfälle vorhanden sind und wir wissen es eben, für Mathematik bis 25 Stunden war in Rheinland-Pfalz nichts zu merken, was die Leistungen angeht, man kann gelassener damit umgehen. 25 Stunden pro Halbjahr. Oder pro Schuljahr? Pro Schuljahr. Pro Schuljahr. Bevor wir zu den Lehrern kommen, zu der Lehrerperspektive, nochmal eine kurze Nachfrage. Also G8, G9, da war ja auch immer ein großes Thema, was gegen G9 aus Sicht der Eltern ins Feld geführt wurde, war einerseits, wir wollen noch ein bisschen Zeit mit unseren Kindern haben, aber die andere Sache war, die Kinder leiden unter Stress. Die sind überlastet und das ist zu viel Druck und Schüler haben Burnout-Phänomene. Was können Sie zur Belastung der Schüler unter G9 sagen? Also Schüler haben immer Stress und Schüler im Abitur haben immer Stress, ob sie das nach 8 Jahren, 9 Jahren, 10 oder 20 Jahren machen würden. Das ist immer mit Stress verbunden und der ist subjektiv gefühlt für Schüler auch alle gleich. Objektiv gibt's, ja, es gibt ein paar Untersuchungen, die einen sagen so, die anderen sagen so. Eine große Untersuchung, eine repräsentative, indem man Schüler und auch Lehrer nach Stress hin befragt und untersucht hat, in G8 und in G9 Ländern kommt zu dem Ergebnis, dass es im Grunde völlig identisch ist. Die gefühlte Belastung, der gefühlte Stress ist eigentlich gleich, ob bei G8 oder bei G9. Also in den Familien wird natürlich, egal was ist, immer erlebt, mein Kind hat Stress, das ist klar. Das ist so. Und nimmt der Druck insgesamt zu? Also jetzt mal unabhängig von G8 oder G9, sind die Schüler immer größeren Belastungen ausgesetzt oder ist das auch eine subjektive Wahrnehmung? Also wir haben da keine Langzeituntersuchungen drüber. Das kann man ja nur im Längsschnitt feststellen. Da ist mir im Moment nichts bekannt, dass das im Längsschnitt wirklich über mehrere Jahre untersucht worden ist. Man müsste das mal in dieser National Educational Panel Study jemanden dran setzen. Da haben wir ja nun Langzeitbefunde vorliegen, dass das mal dahingehend ausgewertet wird. Da ist mir nichts bekannt, kann ich nicht sagen. Wir haben letzte Woche hier in der Lage über einen Film ein bisschen debattiert, der hieß Zwischen den Stühlen. Das ist so ein Dokumentarfilm, da ging es darum, dass 3 Referendare während ihrer Schulzeit quasi ihres Praxisprüfung in der Schule begleitet wurden und dieser Film stellte diesem Institut Referendariat in der Schule beziehungsweise auch größer der Lehrerausbildung insgesamt ein ziemlich schlechtes Zeugnis aus, weil die Lehrer da viel zu spät in den Praxistest kommen und die falschen Lehrer quasi ausgewählt werden, die vielleicht gar nicht Lehrer werden wollen und das aber erst sehr, sehr, sehr spät feststellen. Ist die Lehrerausbildung in Deutschland falsch gestrickt, zu praxisfern? Wissen wir nicht genau. Auch da haben wir keine empirischen Untersuchungen drüber. Also in Nordrhein-Westfalen ist es ja jetzt so, dass die Lehrämter, die Studierenden der Lehrämter recht früh schon Praxissemester machen müssen. Also früh konfrontiert werden und dann sollen sie entscheiden können, ob das was für sie ist, dieser Beruf oder nicht. Aber ob sich das positiv auswirkt, ob sich das negativ auswirkt, das weiß kein Mensch. Ich glaube, es wird nicht mal richtig wissenschaftlich begleitet, ob das positive oder negative Effekte hat. Vom Bauchgefühl und gesunden Menschenverstand würde ich sagen, naja, wenn die früh mal ein Praxissemester machen, dann werden sie sehen, ob sie sich vor eine Klasse stellen können und dabei wohlfühlen oder nicht. Und das wird den einen oder anderen vielleicht dazu bringen, das Studium nochmal zu ändern und was anderes zu machen. Aber eine grundsätzliche Heilung verspreche ich mir da nicht. Unsere Lehrer sind auch in der Regel gut ausgebildet. Was würden Sie denn anders machen an der Lehrerausbildung? Ja, das ist jetzt eine Frage, die kommt jetzt richtig aus dem Off raus. Na gut, ich meine, ist denn alles in Butter? Also ist alles in Butter in Ihrer Sicht? Also was sozusagen Recruiting von den Lehrern angeht, die sozusagen in diesen Lehrerberuf reingezogen werden, von der Praxisnähe und dem Praxiskontakt, von dem Institut Referendariat, wo Lehrer mir gesagt haben, sie sind quasi die Auszubildenden in so einem Spagat, den sie nicht auflösen können. Einerseits sollen sie emotional zu den Kindern eine Beziehung aufbauen und sich Zeit nehmen, andererseits sitzen ihnen die Prüfer im Nacken und wollen, dass sie Stoff durchnehmen und dadurch werden die komplett zerrissen und gehen an diesem nicht auflösbaren Widerspruch in die Knie. Also ist da was dran?
unterscheiden wir mal die Phasen. Die erste Phase, ich habe selbst nichts darauf entgegen, obwohl ich nicht weiß, ob es positiv wirkt oder gar nicht wirkt oder negativ wirkt, dass die Lehramtsstudenten an Universitäten auch früh mal in die Praxis schnuppern, damit sie wissen, ist das was für mich, mich vor der Klasse zu stellen und da zu arbeiten oder nicht. Das kann erstmal nur sinnvoll sein. Ja. Dann ist die universitäre Ausbildung schon gut. Also die kriegen eine gute Fachkompetenz vermittelt, eine gute fachdidaktische Kompetenz vor allen Dingen auch, die ist ja sehr, sehr wichtig. Und unsere Lehrer sind gut ausgebildete Lehrer, wenn die in die zweite Phase gehen, was ihre Fachlichkeit angeht. Wir haben nachgeliefert in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, es müssen alle Lehrämter ein Modul belegen, Deutsch als Zweitsprache. Das ist also sehr wichtig, dass wegen der zusätzlichen Kinder mit Migrationshintergrund, zusätzliche Flüchtlinge etc., dass das beherrscht wird. Und das müssten wir eigentlich von jedem Lehrer in Deutschland erwarten und auch in jedem Bundesland, dass so etwas gemacht wird. Das gilt jetzt für die erste Phase. Die zweite Phase des Referenten da, ja, oder Dienst ist ja unterschiedlich lang, auch in den einzelnen Bundesländern. Das kann ich wissenschaftlich nicht genau belegen, weil da gibt es keine vernünftigen Untersuchungen drüber, was da passiert und was man da besser machen könnte und was da schlecht ist. Ich habe persönlich nur den Eindruck, dass unsere Lehrer darauf gedrillt werden, Goldmedaillenküren zu absolvieren und nicht unbedingt dort lernen, wie man täglich Schwarzbrot backt. Ja. Und die Goldmedaillenkür, die kann man nicht 20 Jahre lang durchhalten. Das geht überhaupt nicht. Man muss im normalen Unterricht dann schon noch ein bisschen zurückstecken. Aber wie gesagt, das sind rein subjektive Eindrücke. Wissenschaftlich belegen kann man das nicht. Da gibt es die notwendigen Untersuchungen nicht. Die dritte Phase, also die Phase der Lehrerfortbildung und Weiterbildung, da kann ich nur sagen, da muss erheblich mehr gemacht werden und das muss erheblich verbessert werden. Wir finden ja Lehrer, die lange Jahre keine Fortbildung mehr gemacht haben in verschiedenen Bereichen und wir müssen so viel nachholen mit unseren Lehrämtern. Wenn ich selbst Fortbildungen gegeben habe, dann habe ich oft gemerkt, das ist doch also der Stoff der letzten 20 Jahre von dem, was an Universitäten da neu geforscht worden ist, das ist in Schulen oft nicht angekommen. Ich würde gerne noch auf einen weiteren Aspekt zu sprechen kommen, den die OECD immer wieder deutlich gemacht hat in ihren Studien, nämlich die Frage, inwieweit es eigentlich unsere Schulen schaffen, unterschiedliche Startchancen auszugleichen. Also schlechtere Startchancen haben ja typischerweise vielleicht Kinder aus einem weniger akademischen Elternhaus oder vielleicht sogar Kinder mit Migrationshintergrund. Und aus den Studien scheint sich doch zu ergeben, dass wir da auch im internationalen Vergleich relativ schlecht sind, wenn es darum geht, diese unterschiedlichen Startchancen auszugleichen und eben möglichst gleiche Chancen auf dem Bildungsweg einzuräumen. Wie sieht denn das aus Ihrer Sicht aus? Kann man das wissenschaftlich tatsächlich so sagen? Und falls es so ist, was müsste sich da ändern? Sagen wir es mal so, es ist noch deutlich Luft nach oben. Als die ersten PISA-Ergebnisse vorlagen, war, glaube ich, nur Rumänien von den teilnehmenden Ländern, war die Koppelung des Bildungserfolgs der Kinder so eng gebunden an den sozialen Status der Elternhäuser. Da gab es kaum ein Land, was noch schlimmer dran war, wo die Kinder noch schlimmer dran waren als in Deutschland, was diesen Aspekt angeht. Das ist von Messzeitpunkt zu Messzeitpunkt bei PISA eigentlich besser geworden. Das ist immer noch nicht gut. Wir liegen jetzt im Mittelfeld, vergleichbar so wie das in anderen Ländern in Europa und der OECD auch ist. Aber diese Koppelung ist immer noch vorhanden. Lassen Sie mich das mal an dem Übergang deutlich machen. Übergang in weiterführende Schulen. Schaut man sich Eltern an, Professoren, Söhne, Schulleiter, Söhne, Ärzte, Söhne oder Töchter und nimmt die Chancen für die Gymnasialempfehlung im Vergleich zu einem Facharbeiter, also extra nicht ungelernter Arbeiter, sondern Facharbeiter, das Gros unserer Bevölkerung, dann ist die Chance von meinem Kind, die Gymnasiallaufbahn einzuschreiten, mehr als 3,6-fach so groß als wie die von einem Facharbeiter. Ja. Jetzt könnte man ja 3,6-fach. 3,6-fach, ja. Jetzt könnte man ja sagen, ja, das hat sich ja auch ausgemeldet. Die in den letzten paar hundert Jahren sind die mit den besseren Genen eben nach oben gekommen und das ist schon alles richtig. Wir haben dann in einem zweiten Schritt mal nur die Kinder miteinander verglichen, die den gleichen Intelligenzkoeffizient hatten. Dann ist immer noch die Chance von meinem Kind dreimal so hoch,
die Gymnasiallaufbahn zu durchschreiten als vom Kind vom Facharbeiter. Könnte man jetzt ja immer noch sagen, in so einem Professorenhaushalt, da wird morgens schon Le Monde gelesen, da wird die Feuerbach-Hypothese beim Frühstück diskutiert, da ist so ein anregungsreiches Milieu, die Kinder haben einfach mehr mitgekriegt. Wir haben dann also im dritten Schritt Kinder verglichen, gleichen IQ und gleiche objektive Leistung, die wir gemessen haben. Selbst dann hat mein Kind immer noch die 2,6-fache Chance, die Gymnasiallaufbahn zu durchschreiten als das Facharbeiterkind. Und das ist erstens nicht richtig und zweitens ist das in den letzten 15, 18 Jahren nicht besser geworden. Ja, und was machen wir jetzt damit? Wie kann man das ändern? Wir brauchen erheblich mehr Sensibilität beim mehr Mut, Kinder in Laufbahnen zu schicken, von dem, was sie können und nicht, wo man annimmt, dass sie es können. Also das deutet ja so ein bisschen darauf hin, dass Lehrer, obwohl Kind selben IQ hat, obwohl Kind objektiv genauso leistungsfähig ist, sagen wir mal kulturell so belegt sind, dass sie ein Kind aus einer Migrantenfamilie, wo die Eltern vielleicht kein Deutsch sprechen und irgendwie wenig Geld verdienen, allein deswegen schon nicht aufs Gymnasium schicken, weil das Kind eben aus diesem Hintergrund kommt. Das wird einer der Gründe sein. Die Eltern sind da übrigens auch nicht besser. Kinder aus Eltern aus unteren Schichten müssen die Kinder erheblich mehr leisten, ehe die Eltern sagen, schicken wir das Kind doch mal aufs Gymnasium. Also es ist eher so eine kulturell habituelle Frage auch, ja, bei beiden Seiten. Richtig. Das spielt auf beiden Seiten klipp und klar eine nicht zu unterschätzende Rolle. Und an sich, bei demografischem Rückgang, können wir uns das eigentlich nicht leisten, wirklich unsere Bildungsreserven da auszuschöpfen. Von dem individuellen Leid mal ganz zu schweigen, das, was wir damit verursachen. Ja, nun sagten Sie ja gerade, dass die Zahlen deutlich schon besser geworden sind. In den jüngsten OECD-Studien sagten Sie, ist Deutschland jedenfalls immerhin ins Mittelfeld aufgerückt. Kann man denn daraus schon ableiten, welche möglicherweise bereits getroffenen Maßnahmen wirksam sind? Ja, vielleicht als Hinweis darauf, in welche Richtung man weitergehen sollte, bildungspolitisch? Das kann sein, dass der Ganztag da ein bisschen mitgeholfen hat. Das kann sein, dass die Förderprogramme in den, insbesondere für die Kinder im unteren Leistungsspektrum gegriffen haben. Das kann auch gut sein, dass die Programme, die man aufgelegt hat, um Kinder mit Migrationshintergrund besser im Schulsystem zu integrieren, dass da einiges gegriffen hat. Programme zur Leseförderung etc. Die ganzen Maßnahmen, die man da getroffen hat, scheinen insgesamt die Kinder auf den richtigen Weg gebracht zu haben. Sonst könnte man nicht erklären, warum wir da von Messzeitpunkt zu Messzeitpunkt Fortschritte gemacht haben. Als letzten Punkt vielleicht noch, und dann sind wir auch durch. Was immer für viel Diskussion sorgt, ist dieser Begriff und die Idee der Inklusion. Also diese Idee, dass Kinder mit, sagen wir mal, geistigen oder körperlichen Einschränkungen nicht auf spezielle Sonderschulen oder Förderschulen gehen, wo dann eben nur, sagen wir mal, Kinder ähnlicher Fähigkeiten versammelt sind, sondern dass sie halt ganz normal in ganz normal Schulen gehen und halt im Zweifel, wenn es gut läuft, nochmal speziell betreut sind, nochmal einen Lehrer an die Seite kriegen oder zwei Lehrer. Da gibt es bei denen, die das Konzept akzeptieren und sagen, ja, ist gut, gibt es die Klage, dass das schlecht umgesetzt wird. Es gibt aber auch Eltern, die sagen, nee, wir wollen nicht, dass unser Kind auf so eine Schule geht, sondern wir wollen halt weiter solche Sonder- und Förderschulen. Wie ist Ihr Blick auf dieses Thema? Ich sehe das erstmal von einer internationalen Perspektive aus. Wenn man sich wieder sehr viele Länder auf diesem Globus anguckt, sagen wir mal die OECD-Länder, dann gibt es kaum Länder, die die Exklusion auf weniger als 2% reduzieren können. Also in fast allen Ländern sind mindestens 2% aller Kinder in Sonderschuleinrichtungen untergebracht. Man kann es also offensichtlich nicht zu 100% minimieren. In Deutschland haben wir aber sehr große Spannweiten. Das geht von 3, noch was Prozent bis über 7%, je nach Bundesland, wie viele in Sonderschulen untergebracht worden sind. Das muss offensichtlich auch nicht sein. Man kann da sicherlich eine erhebliche größere Zahl integrieren. Aber muss man das von einem auf den anderen Tag machen? Kann man da nicht ein Entwicklungsprogramm auflegen und sagen, ja, wir finden das gut, wir wollen auch mindestens auf diese 2% kommen, wie das in anderen vergleichbaren Ländern ist. Aber
Dafür müssen wir natürlich uns Gedanken machen, wie viele Lehrer brauche ich dafür, wie viele Sonderpädagogen brauche ich dafür, wie viele Sozialarbeiter brauche ich dafür, in was für Zeiträumen kann ich die denn überhaupt ausbilden, wie stelle ich diese ganzen Mittel zur Verfügung. Vielleicht sollte man da mal drüber nachdenken, sowas richtig gut zu planen und unter Beteiligung der Eltern, der Kommunen und den entsprechenden Behörden das für jede Stadt vernünftig umzusetzen. Ja, das war am Telefon der Lage der Nation Wilfried Boos vom Institut für Schulentwicklungsforschung der TU Dortmund. Herr Boos, ganz herzlichen Dank für das Interview. Gerne, bis ein andermal. Tschüss. Alles klar, danke. Ciao und gute Besserung. So. Wir kommen jetzt noch zu einer Reihe von Kurzmeldungen. Philipp, du warst bei einer Veranstaltung der Initiative Deutschland sicher im Netz und hast ein paar interessante O-Töne eingefangen, mit denen wir nochmal zurückkommen auf ein Thema, das uns in der Lage der Nation ja schon mehrfach beschäftigt hat, nämlich der Frage, was man denn eigentlich am Rechtsrahmen ändern müsste, damit sich in Sachen IT-Sicherheit etwas zum Guten wendet. Ja, diese Deutschland sicher im Netz, das ist so ein relativ offiziöser Verein aus großen Industrieunternehmen, die sich halt die Sicherheit im Netz vorgenommen haben, und die haben, wie sie es seit ein paar Jahren machen, in dieser Woche ihren Sicherheitsindex vorgestellt, wo sie halt Leute befragen, also 2000 Menschen in Deutschland, so rum, 2000 Menschen in Deutschland, die online sind, ab 16 Jahre, und das ist sozusagen für Menschen in Deutschland, für Onliner repräsentativ. Da haben sie so einen Index erstellt, den würde ich jetzt mal hier so ein bisschen außen vor lassen. Interessant fand ich mehr oder weniger ein paar Aussagen, die, wie gesagt, ein Thema betreffen, was wir hier auch schon oft besprochen haben und wo ich so ein bisschen auch, ja, sag mal, so eine leichte Verlogenheit irgendwie in der Politik schon auch immer bemerke, wo auf dieser Veranstaltung dann auch Ulrich Kälber, Staatssekretär, parlamentarischer Staatssekretär im Verbraucherschutzministerium, glaube ich, ne? Ist er, oder? Ja, also Ulf? Das ist ja ein Ministerium, Justiz und Verbraucherschutz. Ne? Genau, da ist der parlamentarische Staatssekretär, und er hat dann die ganze Zeit darüber erzählt, ja, dass die Verbraucher doch ihr Wissen anwenden müssten, um sich selber zu schützen, und dass die Verbraucher doch hier und die Verbraucher müssten doch da, und WannaCry, dieser Riesenwurm, der irgendwie hunderttausende Rechner lahmgelegt hat und, das nehmen doch alles zu, und die Verbraucher müssten doch und die Verbraucher sollten doch. Und ich habe da immer so die Verantwortung in der Politik vermisst. Und mit auf dem Podium saß Thomas Krämer, Vorstand für Datenschutzrecht und Compliance bei der Deutschen Telekom. Und der hat dann eine Forderung erhoben, die wir an dieser Stelle doch einmal spielen sollten. Also hier kommt der Vorstand bei der Deutschen Telekom für Recht und Compliance, also dafür verantwortlich, dass sie die Deutsche Telekom an geltendes Recht hält. Brauchen wir keine gesetzliche Verpflichtung von Hard- und Software-Providern, schlicht Updates zur Verfügung zu stellen. Ja, nach dem Motto, damit wir überhaupt in der Lage sind, Sicherheit herzustellen, weil die Entwicklung geht weiter, Schwachstellen werden erkannt, die können nur durch Patches letztlich repariert werden, und die braucht man dann praktisch. Es hat in der letzten Zeit hat das eigentlich ganz gut funktioniert, aber das ist keine Garantie. Ich glaube, wenn man über IT-Sicherheit nachdenkt und wie es besser gemacht werden kann, ist das ein wichtiger, wichtiger Punkt. Also die Pflicht, sagt der Telekom-Mann, Updates zur Verfügung zu stellen. Das ist sicherlich ein Aspekt, ja. Wie lange muss ein Hersteller 10 Jahre Updates zur Verfügung stellen, 15 Jahre und so, da kann man lange drüber reden. Das führte dann Ulrich Kälber, parlamentarischer Staatssekretär im, wie gesagt, Justiz- und Verbraucherschutzministerium, etwas weiter. Ich habe ihn danach gefragt, ob es eben nicht auch Haftung geben müsste für Produkte oder für Hersteller, die Produkte auf den Markt bringen, die dann eben nicht funktionieren, weil sie Sicherheitslücken haben. Und dazu sagt Kälber dann: Werden wir uns auch überprüfen müssen, ob wir zum Beispiel bei Produkthaftung, Produktsicherheitsgesetzen, bei der Frage des Vertragsabschlusses mit den Geräten, ob wir diese Bereiche des Rechts auch auf die Digitalisierung vorbereiten und entsprechend anpassen müssen. So, das finde ich klingt so, als sei da durchaus eine Bereitschaft vorhanden, dieses Thema mal anzugehen. Ja, das ist interessant, denn wir hatten ja vor wenigen Wochen einen O-Ton von Heiko Maas, also quasi dem Chef von Ulrich Kälber. Und der hat sich ja noch sehr deutlich gegen Haftungsregeln ausgesprochen. Und insofern würde ich auch sagen, vielleicht ist einfach die Botschaft inzwischen auch in der Mohrenstraße in Berlin angekommen, dass es ganz ohne gesetzliches Nachsteuern hier wohl auch nicht gehen wird. Genau. Und der zweite Punkt ist natürlich auch ganz wichtig, wenn wir darüber reden, wie unsere völlig vernetzte und immer vernetzter werdende Welt sicherer werden kann, dann geht es einerseits darum, Updates natürlich zur Verfügung zu stellen und Unternehmen in die Haftung zu nehmen, wenn sie die
nicht zur Verfügung stellen oder einspielen oder gar die Möglichkeit überhaupt nicht zur Verfügung stellen. Die andere Frage ist aber, was soll denn eigentlich mit Lücken, die wir finden, passieren? Ja, Stichwort WannaCry ist halt nur so groß geworden, weil die NSA jahrelang auf der Lücke gehockt hat, weil sie sie selber verwenden wollten für Angriffe und sie eben nicht an Microsoft gemeldet hat, damit sie das stopfen können. Und da sagt zu dieser Frage, horten oder melden, sagt Thomas Krämer aus dem Vorstand der Deutschen Telekom. Wenn Profis eine Schwachstelle erkannt haben, identifiziert haben, wollen wir sie eigentlich dann so lassen, dass man das nicht sagen muss? Sozusagen wollen wir eigentlich digitale Waffenkammern ermöglichen und sagen, das ist in Ordnung? Darüber, glaube ich, braucht man nochmal eine vertiefte Diskussion, ob das okay ist. Genau, und danach habe ich dann eben auch Ulrich Kälber gefragt, wie er das eigentlich sieht. Warum die Große Koalition in fast 4 Jahren es eben nicht verboten hat, auch Behörden, staatlichen Stellen nicht verboten hat, Sicherheitslücken zu horten. Und da habe ich ihn gefragt, ob das denn nicht sinnvoll wäre, das zu verbieten. Und darauf sagt er: Auch die staatlichen Stellen sollten keine Lücken sammeln, die in der Gefahr sind, dass sie an wesentlichen Stellen der Kommunikationsinfrastruktur dann von zweiten und dritten Parteien ebenfalls genutzt werden können. So, klingt erstmal so, sollten nicht sammeln. De facto ist es aber Behörden in Deutschland nicht verboten, sie zu sammeln, oder? Na, das ist ehrlich gesagt noch ein ziemlicher Euphemismus, Philipp. Es ist ja gerade eine große Behörde eingerichtet worden, nämlich die CITES. Ja, die, ich weiß nicht, die steht, glaube ich, sinnvoll wie Zentralstelle für irgendwas. Und die ist jedenfalls gerade bei München eingerichtet worden, aber jeder spricht mit 400 von Leuten. CITES. Ja. Mit 400 Leuten, wobei die große Probleme haben, dabei Hacker zu finden, weil die allermeisten Hacker keine Lust haben, nach TVL 13 zu arbeiten oder TVL, was immer das sein mag, 13 zu arbeiten. Aber gut, jedenfalls 400 Leute sollen eingestellt werden mit dem Ziel, eben gerade Sicherheitslücken zu sammeln und auszunutzen, um Systeme zu hacken. Das ist also genau das Gegenteil dessen, was Ulrich Kälber hier gefordert hat, wird zurzeit von der Bundesregierung umgesetzt. Und ich war da ein bisschen in Eile. Ich konnte ihn auf diesen Widerspruch nicht mehr hinweisen, weil ich echt weg musste. Aber das passt nicht zusammen. Das passt schlicht überhaupt nicht zusammen und es gibt ja noch einen weiteren Anhaltspunkt dafür, dass das, was Ulrich Kälber aus meiner Sicht völlig zu Recht gesagt hat, bislang eben gerade nicht Grundlage des Handelns der Großen Koalition ist und das sind die Vorschläge zur Einführung von Staatstrojanern im Strafprozess. Wir haben in der vergangenen Woche schon kurz darüber gesprochen. Ich habe das inzwischen auch in einem Beitrag für LTO, Legal Tribune Online, mal ausführlich aufgeschrieben, warum das politisch unklug ist und auch warum das verfassungsrechtlich problematisch ist. Auch dieses Gesetz, wie gesagt, zum Einsatz von Staatstrojanern im Strafprozess setzt ja voraus, dass die Sicherheitsbehörden in Deutschland Sicherheitslücken sammeln, weil man sonst schlicht und ergreifend mit den Trojanern nicht auf die Handys und die Computer der Leute draufkommt. Das heißt also, es gibt natürlich auch noch andere Wege, aber die sind in aller Regel nicht praktikabel, zum Beispiel bei iPhones gar nicht praktikabel. Das heißt also, wer Trojaner sagt, der muss auch Sicherheitslücken sammeln und wer Sicherheitslücken sammelt, der meldet sie nicht dem Hersteller und damit bleiben sie offen und können auch von Hackern genutzt werden. Genau, das habe ich Kälber noch gefragt und er sagt, das seien eben 2 getrennte Sachen. Also Staatstrojaner einrichten sei nicht dasselbe wie Anreiz zur Hortung von Lücken zu schaffen, sondern Staatstrojaner könne man auch installieren, indem man ja ohne Sicherheitslücken zu horten vorgeht. So, das war so seine Argumentation. Ne? Du sagst halt, geht halt nicht. Also geht schon, aber de facto bedeutet es, wenn man Staatstrojaner haben will, dann bedeutet es eigentlich de facto, dass man auch Sicherheitslücken horten muss, um sie eben installieren zu können. Das war quasi noch unser Nachklang mit den beiden O-Tönen. Dann habe ich noch einen ganz kurzen. Ah nee, du warst noch auf einer Tagung zu dem Thema, ne? War das ich war auf der, ich war in der vergangenen Woche auch auf einer Tagung hier in Berlin. Die Firma Heinlein machte mal einmal im Jahr die Secure Linux Administrators Conference, also eine Konferenz für Linux-Systemadministratoren, die ihnen beibringen will, wie sie ihre Systeme möglichst sicher betreiben. Heinlein, bekannt vielleicht von Mailbox.org, ja, diesem E-Mail-Provider, der für sich in Anspruch nimmt, E-Mail sicher zu machen. Und da habe ich quasi die Thesen, die wir hier in der Lage auch schon öfter diskutiert haben, zum Thema IT-Sicherheit mal vor einer großen Runde von Profis aus dem IT-Bereich vorgestellt. Und das war eine ausgesprochen spannende Diskussion. Meine beiden Kernthesen waren im Grunde, dass man
IT-Sicherheit nur dann signifikant wird verbessern können, wenn man tatsächlich Anreize für die Hersteller schafft, weil die Hersteller die quasi die maßgeblichen Entscheidungen treffen darüber, wie sicher ein System ist. Und ich habe gesagt, wir brauchen im Grunde zwei verschiedene Anreize. Zum einen muss sich Sicherheit dadurch lohnen, dass sie Vorteile im Wettbewerb bringt. Und zum anderen muss sich Sicherheit dadurch lohnen, dass sie Haftungsrisiken minimiert. Deswegen brauchen wir aus meiner Sicht Haftung für IT-Sicherheitslücken. Wie gesagt, über die Details muss man reden. Das war auch Teil Gegenstand der Diskussion. Aber sonst gibt es einfach für Hersteller nicht genügend Anreize, sich um die Sicherheit ihrer Systeme zu kümmern. Und kam da irgendwie substanzielles Feedback von diesen Leuten? Ja, ja, da kam sehr substanzielles Feedback. Also natürlich wurde wieder darüber diskutiert, ob man nicht möglicherweise auch die User mehr in die Pflicht nehmen muss. Das kann man sich vorstellen. Das ist ja auch ein Argument, das man bringen kann. Aber im Ergebnis, glaube ich, führt das gesamtgesellschaftlich nicht weiter. Denn ganz ehrlich, man sollte natürlich die Menschen dazu anhalten, zum Beispiel verfügbare Sicherheitspatches einzuspielen. Aber das Problem ist halt, Menschen machen Fehler. Es wird immer Menschen geben, die auf irgendwelche E-Mail-Anhänge klicken, auf die sie besser nicht geklickt hätten. Man kann da, wie soll ich sagen, so ein bisschen dran drehen und vielleicht ein bisschen mehr Volksbildung in Anführungsstrichen betreiben im Bereich Sicherheit, IT-Sicherheit. Was sollte man tun? Was sind Best Practices? Aber im Ergebnis, glaube ich, wird das an der Situation, die wir heute haben, ja, dass IT-Sicherheit de facto nicht stattfindet, wird das nichts ändern. Und deswegen müssen wir an die Hersteller ran, denn nur die haben wirklich es in der Hand, ihre Systeme signifikant zu verbessern. Okay. Noch einen kurzen Nachklapp auch, weil ich dazu einen ganz interessanten O-Ton gefunden habe zum Thema Dieselgate, was ja so ein bisschen aus dem Fokus geraten ist, also diese umfassenden Betrügereien der deutschen, aber auch anderer Autohersteller in Sachen, wir schalten mal unsere Dieselabgassäuberung aus, wenn es irgendwie die Temperatur unter 17 Grad sinkt. Da war ja bisher der Eindruck, so saubere Dieselmotoren, das können wir einfach nicht bauen, die auf der Straße wirklich sich an die geltenden Grenzwerte halten, weil dann, so argumentiert ja die Autoindustrie, der Motor leiden würde und das gebe ihnen das Recht, nach EU-Gesetzgebung da eben diese Abgasreinigung abzuschalten. Jetzt war ich auf einem Hintergrundgespräch, wo Peter Mock gesprochen hat vom International Council for Clean Transportation, also dieser NGO, die diesen Dieselgate-Skandal mit losgetreten hat, weil sie halt wirklich mal nachgemessen haben, was da hinten so rauskommt. Und Peter Mock sagte, was fand ich ganz interessant, zu der Frage, kann man denn überhaupt saubere Dieselmotoren bauen? Da sagte er. Saubere Diesel sind möglich. Das sieht man an den neuesten Motoren, zum Beispiel von Volkswagen, zum Beispiel von Daimler. Die haben sehr niedrige Stickoxidemissionen, auch unter realen Fahrbedingungen. Und auch auf der CO2-Seite, auf der Kraftstoffseite, glaube ich, dass der Diesel noch sehr viel Potenzial hat. Wir sehen da ja Verbesserungsmöglichkeiten von um die 30, sogar 40%, wenn man da in Effizienztechnologien weiter investiert. Also das, finde ich, muss man zur Ehrenrettung sagen, dass offensichtlich, das fand ich ganz überraschend, die neuen, wirklich aktuellen Motoren großer deutscher Autohersteller sich auch auf der Straße unter realen Bedingungen an diese Grenzwerte sowohl Stickoxid als auch CO2 halten. Aber, sagt Peter Mock, Diesel sei trotzdem ein Auslaufmodell, weil eben diese sauberen Dieselmotoren zwar möglich sind, aber eben sehr teuer, weil sie aufwendig gereinigt werden müssen, die Abgase. Dann sagt er, wird womöglich die Subvention für Dieselkraftstoff irgendwann mal fallen und Dieselkraftstoff wird halt teurer werden. Und, sagt er, aktuell würden halt die Städte sehr, sehr wahrscheinlich viele ihrer Tore für Dieselautos schließen, weil sie einfach diese Grenzwerte für Stickoxid überschreiten und sich nicht anders zu helfen wissen, als Dieselautos, zumindest ältere, auszusperren. Und damit wird Diesel halt noch unattraktiver. Deswegen sei Diesel so oder so ein Auslaufmodell. Aber es ist, und das fand ich, muss man fairerweise sagen, nicht nur möglich, saubere Motoren, Dieselmotoren zu bauen, sondern einige deutsche Hersteller tun es auch wenn sie halt teuer und unattraktiv sind. Ich würde sagen, Ulf, damit haben die Lage ausführlich beörtert diese Woche, abschließend wie immer. Wir danken fürs Zuhören. Würde ich auch so sehen. Ne? Und genau, keep them coming. Fotos, wo hört ihr die Lage? An team@lagedernation.org. Macht einen Snap von allem, was ihr so gerade seht, wenn ihr die Lage hört. Und schickt sie uns an team@lagedernation.org. Ich habe jetzt auch angefangen, das ein bisschen auf Instagram zu posten. Lage der Nation ist da das Ding. Ich wollte meinen Sohn mal anheuern für ein kleines Entgelt, um sein Taschengeld aufzubessern, die vergangenen 1000 Fotos da mal hoch zu posten, weil man das irgendwie so massenmäßig, bulkmäßig nicht machen kann, sondern man muss so jedes einzelne irgendwie, jetzt kann man es immerhin über einen Browser tun, da hochladen und da werde ich ihm mal ein paar Euro für geben. Wir sind noch am Verhandeln, wie viel er dafür kriegt. Um die da hochzuladen. Aber da sammelt sich das dann auch und ja, keine Ahnung, könnt ihr ja mal vorbeischauen
und Fans werden und liken und so weiter. Hört übrigens auch mal Mein Freund der Baum, das schöne Bücherradio, was Andreas Baum und Andi Arbeit zusammen aufnehmen. Gerade ist eine neue Folge erschienen, da reden die beiden immer ausführlich über drei Bücher. Eigentlich sind es vier. Eins hat Andreas gelesen, eins hat Andrea gelesen, eins haben sie beide gelesen und eins hat keiner von ihnen gelesen. In der vergangenen Woche haben sie drei Bücher besprochen, die sie alle drei gelesen haben und entsprechend substanziell ist dann auch die Diskussion. Hört da mal rein, Mein Freund der Baum, das Bücherradio im Küchenstudio. Und ich würde sagen, mit diesem Programmhinweis beenden wir die Sendung. Wieder ordentlich lang geworden, aber vielleicht hat sie euch gefallen und was gebracht. Genießt das schöne Wochenende und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Lage der Nation mit Philipp und Ulf. Auf ganz bald, schönes Wochenende und bis dahin. Tschüss. Ciao.